Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Folge nach einer Winterpause zu Bradletic City. Was geht ab, Dragan, Alter? Bist du wieder gesund oder was? Oh yes, sir. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, Mo, Alter. 1. Februar, es ist Dienstag. Wir nehmen auf. Letzte Woche ausgefallen, Digga. Winterpause, sagst du. Warum? Was hast du gemacht? Im Bett gelegen und ein bisschen Netflix geguckt, oder was? Ich war krank. Ich mach noch einen... Sag mal ganz kurz, ich habe gesehen, Netflix ist nicht mehr führende Dienstleister im Streamingdienst in Deutschland, sondern Prime. Wahrscheinlich hast du deiner ganzen Familie jetzt Prime ausgegeben und deswegen, wa? Hast ja einmal alle Filme durchgeguckt, Alter. Ich hab beides tatsächlich. Du auch? Mashallah, nö. Hast du eins überhaupt? Ich habe Netflix mir geschnort von Jana. Grüße gehen raus. Vielen Dank auf jeden Fall. Hoffentlich hört das Netflix auch und bannt dich weg, Alter. Da gibt es Strafen für in Amerika, ne? Wenn du irgendwie dingst, dann kannst du dafür belangt werden. Alter. In Deutschland auch. Ja, safe, Mann. Also, an der Stelle, Mo, du hast einen eigenen Account, halt mal fest. Ja, und Prime habe ich über St. Pauli erledigt, Alter. Wenn wir da mal bestellen, dann kann ich da auch gucken. Korrekt, nice. Also guckst du ja noch beides, oder was? Nee, keine Zeit. Doch, ich habe gerade von meinem Bruder, der auch das Gleiche hatte wie du, habe ich die Empfehlung bekommen, Lost in Space zu gucken, Alter. Und ich hasse so, was ist Hass, Digga, Hass ist ein zu dolles Wort. Ich mag eigentlich so All-Sachen nicht oder Naturkatastrophen oder sowas. Und da geht es halt darum, dass irgendwie so eine Familie ins All fliegt und da versucht zu überleben, einen neuen Planeten zu finden, bibabub. Alter, und diese Serie oder dieser Film, keine Ahnung, was es ist, ist so übersteuert von, jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Okay. Und jetzt deswegen die Frage an dich, was ist bei dir passiert? Sag doch mal. Ja, diese Corona hat mich erwischt, Alter, ohne Scheiß, krass, Alter. Ich habe es eigentlich gar nicht gepostet, so, aber ja, ich poste doch am Montag so einfach, ich bin krank, aber ganz normal krank, weil es fing halt ganz normal an mit Bauch und Magen, Darm irgendwie gefühlt und dann... Scheißerei, ja? Ja, so ein bisschen. Ja. Aber der Kleine war als erstes krank und wir haben den ganze Zeit getestet und es war alles negativ. Und dann gehst du natürlich davon aus, dass du auch negativ bist. Und dann schicken wir den ersten Tag gesund irgendwie an den Mittwoch zur Schule. Mhm. Und dann ruft die Lehrerin an und sagt immer, Sekt abholen hier, positiv. Und dann haben wir uns alle testen lassen, positiv. Mhm. Nur war PCR-Test positiv und jetzt waren wir in Quarantäne. Ich bin immer noch, beziehungsweise ich bin gestern schon frei, negativ. Freitesten darf ich mich aber offiziell erst Mittwoch. Heißt morgen. Morgen, ja. Yes. Und dann hast du, wie viel, 10 Tage hinter dir? Naja, 7 ist das. Sieben. So, es ist so irgendwie neu geregelt, dass man sich nach 7 Tagen freitesten darf. Und das ist dann am Mittwoch so der Fall. Ich hatte jetzt nicht den mildesten Verlauf, muss ich sagen, aber jetzt auch nicht den übertrieben krassen. Man hatte einfach starke Kopfschmerzen, Schwindel und so ein bisschen Fiebersymptome und so ein Zeug. So, ne? War schon so, dass ich so angeschlagen war. Was mich echt hart gebumst hat, Alter, waren Gelenk-Gliederschmerzen. So, Alter, ich habe das Gefühl einfach so, ich kann nicht sitzen, ich kann nicht liegen, Rückenschmerzen, Knieschmerzen, so. Hast du irgendeine Angewohnung oder Angewohnung? Angewohnung. Eine andere Wohnung habe ich. Hast du eine andere Wohnung, weil die jetzt ist schon benutzt zu viel. Hat auf jeden Fall die Miete gut ausgekostet diesen Monat, Digga. Hast du gut gemacht auf jeden Fall. Nee, hast du irgendeine Angewohnheit, wenn du krank bist, was dich voll so, also was du danach denkst, so warum mache ich das? Weißt du, was ich meine? Weißt du, worauf ich hinaus will? Was machen? Was meinst du? Ich zum Beispiel, wenn ich erkältet bin, mag ich meinen dicken Zeh immer so, ziehe ich nach unten, weil ich so gelangweilt bin, ziehe ich den immer wieder so an meinem Schuh, also ne, wenn ich dann so Hausschuhe anhabe oder so, ziehe ich den immer wieder so nach unten, bis mein dicker Zeh einfach richtig wehtut. Das ist für mich so eine Angewohnheit von Dings, weißt du? Boah, krass. Boah, wüsste ich jetzt nicht. Aber was ich dann so mache, ist, man denkt die ganze Zeit so drüber nach, warum habe ich das? Warum? Weißt du, so, wieso habe ich nicht besser mich geschützt oder so ein Zeug? So, das ist ja auch, was wir auch schon mal hatten, so Maskenthema. So, ich hasse diese Masken, die nerven mich so, ne? Ich bin aber echt kein Fan von, aber ich verstehe natürlich die Sinnhaftigkeit. Und jetzt denkt man sich, hätte ich mal da Maske getragen. Ich war an dem Wochenende vorher, waren wir irgendwie bouldern einmal. Da ist halt keine Maskenpflicht so. Man kann natürlich aber eine Maske immer freiwillig anziehen, anlassen und so. Man denkt ja immer, ja komm, passiert schon nicht irgendwie. Und dann waren wir am nächsten Tag noch bei diesem Kinder-Boulder, der Kinder-Indoor-Spielplatz. Das ist sowieso kein Schleuder schlechthin. So. Mhm. Und da kamen wir irgendwie krank raus. Das ärgert mich. Da bin ich im Gedanken immer so, fuck. Weil diese Quarantäne jetzt, Alter, die war für mich schlimmer, Alter, als diese Gelenkschmerzen oder Symptome, die ich da hatte.
Ja, du bist ja auch den ganzen Tag unterwegs, ne? Bist genau. Ja, ich bin viel unterwegs eigentlich. Ich brauche das auch. So, ich habe eigentlich immer Menschen auch mit der Box um mich herum und so. Und jetzt ist natürlich hier zu Hause, Alter, dann Remi Demi, musst du dir auch vorstellen, Alter, weil du mich gerade gefragt hast, was ich so, ob man so Serien guckt, Alter, kannst du ja nicht. Wir haben auch nur einen Fernseher, also ne, nicht, dass wir uns keinen zweiten leisten können, aber ist halt so eine bewusste Entscheidung. So im Wohnzimmer einen, dann, weißt du, als Familie guckt man dann. Hat man zwei Fernseher normalerweise, oder was? Ey, Digga, ich bin so aufgewachsen, ich schwöre dir, Alter. Drei. Ehrlich jetzt, ja? Nein. Fernseher, klar. Das ist aber auch so, das ist aber üblich, sorry, ganz kurz, das ist, glaube ich, üblich so, diese ganzen Ausländerkinder, so Generation Gastarbeiter, weißt du, die Eltern selber hatten das ja nicht. Also was kaufen die den Kindern, damit die das haben, was sie selber nicht hatten? Einfach so alles an Luxusgütern, in Anführungsstrichen, oder Konsumgüter, die man so besitzen kann. Wir hatten einfach so gefühlt einfach Gameboy, Nintendo, alles, was man so haben kann, damit man die Kinder so zufrieden ruhig stellt. So, weißt du, das ist halt echt krass, auch so eine Methode wahrscheinlich. Vater arbeitet viel, weißt du, so Mutter ist halt so, kann jetzt nicht helfen bei den Hausaufgaben und so. Du lernst halt sehr viel über diese ganzen Medien, Alter, so, ne? Ja, so war das bei uns auf jeden Fall. Aber ich hatte 7 Jahre keinen Fernseher, Digga. Krass, Alter. Was denn? 7 Jahre? Hatte ich keinen Fernseher. Gar keinen Fernseher? Nee, niente. Brauchte, also habe ich gar nicht. Ich habe auch keinen Sofa gehabt, so. Ich hatte keinen Sofa und keinen Fernseher. Über wann reden wir? Als ich ausgezogen bin nach Rostock zu meinem ersten Studienplatz, so, da habe ich gesagt, ey, kein Fernseher, kein Sofa, weil du darfst nicht faul werden, weißt du? So. Krass, Alter. Und ja, deswegen finde ich krass, dass du gerade sagst, manche haben 2, 3 Fernseher, habe ich aber auch ehrlich gesagt noch nie gesehen. So. Ja, krass. Aber ja, bei uns war in jedem Kinderzimmer, also mein großer Bruder hat einen eigenen, ich hatte einen eigenen, so. Und meine Eltern hatten halt, weil so jeder hat so seine Interessen irgendwie. Aber aus heutiger Sicht, auch Schalle ist da gerade voll drauf, so, als wir eingezogen sind, Schalle und ich hatte sogar im Schlafzimmer einen, die hat das sofort rausgenommen gefühlt, so, weil ich meinte, sowas will ich nicht. Ja, muss man auch lernen, so. Ich bin halt so aufgewachsen, weißt du, das ist halt echt krass, so, weil jeder wächst halt anders auf und man muss halt immer so ein bisschen ein paar Sachen berücksichtigen, Kultur, weißt du, so Background und so. Auch, ich glaube auch, das hat auch was mit so einem gewissen Bildungsstatus zu tun, glaube ich auch. So, safe. Wenn man sagt, ey, man kann sich auch die Zeit überbrücken mit Büchern lesen oder Unterhaltung oder man setzt sich einfach stumpf vor dem Fernsehen und so. Das sehe ich auf jeden Fall, wenn ich unten war, so in Bosnien, meine Cousins, Alter, das ist krass. Ne? Wenn du den Gameboy dabei hattest, du 20 Köpfe aus diesem Dorf, Alter, stellen sich so an deinem und wollen mitgucken, wie du Tetris spielst. So. Ich erinnere mich wirklich an diese Zeit. So, weißt du, so, okay, heute ist natürlich auch ein bisschen anders, laufen so wahrscheinlich alle extrem mit Handys rum und so, aber der bewusste Mensch, der hier so in den nicht in den Entwicklungsländern, keine Ahnung, wie heißt das hier, Alter? So in den hier ist Europa. Ja, ja. Ich muss sagen, die sind dann froh, wenn sie mal diese technischen Möglichkeiten bekommen. Flat, Internet, überall, Streaming, dies, das, weißt du, die nutzen das, suchten das extrem. Alle sagen ja auch, Deutschland hat scheiß Internet, ne? Hat auch schlechtes Internet, ja, das stimmt. Das, im Verhältnis, ich glaube sogar Rumänien oder so Länder, wo wir jetzt vermutlich denken würden, so wirklich auf jeden Fall hinterweltlerisch so. Kein Disrespect an Rumänien, aber ihr wisst, was ich meine. So, die haben, glaube ich, besseres Internet als Deutschland. So, ne? Ganz kurz, du hast gerade kurz die Box angesprochen, du hattest Corona, du hast die ganze Familie zu Hause gehabt, du bist zu Hause geblieben. Wie hast du das geregelt mit der Box? Hatte dann jeder einen Schlüssel oder wie ja, genau. Ist so bei mir auch so die Regel, so jeder, der bei mir ist, so, der hat Zugang zur Halle. So. Ja. Ja. Aber ansonsten habe ich ja noch die gute Sarah, Alter, weil Schalle und ich, ja, Alter, die Sarah ist da so wirklich meine rechte Hand. Grüße gehen raus. Die regelt also, dann und die organisiert da, was da zu organisieren ist. Ist nicht viel, das ist halt ein Selbstläufer. Ich habe da eigentlich alles so eingestellt, dass alles jeder alles bedienen kann und machen kann, was er eigentlich gar nicht braucht. Aber dennoch vermisst man dann auch diesen Ausgang und auch das Training, Alter. Also ich war außer das Assault-Bike. Das kann nicht jeder selbst. Nein, Mann, ich liebe, ich verstehe das gar nicht. Ne? Die Leute sagen mal Assault-Bike, Ass-Bike, Ass-Bike, so. Ich finde das cool. Also ich mag die ganzen Geräte. So. Nein, ich wollte gerade darauf hinausspielen, wenn man Classes coacht und hat immer Anfänger dabei, dann musste man immer auf den grünen Knopf zweimal drücken. Weißt du, was ich meine? So, weil die nicht verstanden haben, wie kann ich das Assault-Bike anmachen? So, Ruderräder kannst du einfach ziehen. Aber wenn die sich alle auf das Assault-Bike setzen, ist das Erste, was du als Coach halt immer machst, so bei jedem einmal kurz Dings. Zweimal, so zweimal Stopp, einmal Start, sage ich immer. So. Zweimal Stopp, einmal so. Start. Genau. Safe. Ja, das war auf jeden Fall die Woche bei mir, so viel Quarantäne, viel wenig Serien gucken leider, weil halt Kinder irgendwie dann doch Fernsehen gucken und so. Wir haben Nintendo Switch, versuchen halt so ein bisschen die Stimmung aufzuhalten. Was mich echt abfuckt, Alter, das Thema ist natürlich auch krass bei den Kindern, so Corona. Die haben dieses Schuldgefühl, ne?
Ich habe Corona, ja, dieses so, ich habe nach dem Motto, ich kann jemanden anstecken, ich darf nicht und so, weißt du, dieses, ich habe was falsch gemacht, ich könnte was falsch machen, so als 5-, 6-, 7-Jähriger ist das natürlich etwas, was nicht schön ist, weißt du, dieses Gefühl von Schuld, die lastet dann auf den Schultern, das gefällt mir gar nicht, weißt du, ich bin da wirklich total... Krass, aber das kommt vom Umfeld, ne, oder? Also von den Schülern, dass sie das weitertragen. Nachrichten, alles so, ne? Du kannst deine Oma anstecken und die Oma kann sterben, so, weißt du? Das macht kann viel mit Kindern ausmachen, so, ne? So dieses, krass. Dass jetzt so eine Zweijährige freiwillig eine Maske anziehen will, das ist ja eigentlich nicht natürlich in der Natur so, ne? Und nicht normal. Ist aber jetzt so, dadurch, dass die Kleine halt so wirklich damit aufgewachsen ist, eigentlich so die Welt gekommen ist und die kennt eigentlich uns alle nur mit Maske so gefühlt. Stimmt. Aber es ist so, wie es ist. Letzten Endes musst du halt viel gegenarbeiten, so als Papa und so. Versuchst natürlich so, wie sagt man, die Brandung, der Fels in der Brandung zu sein. Deswegen hat man irgendwie auch eine coole Zeit. Aber ich bin froh, wenn die Quarantäne jetzt vorbei ist, Alter. Also, ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen, Alter, dass ich mal im Knast lande. Ne? Ich würde mich wirklich da drinnen wahrscheinlich erhängen, Alter. Ich schwöre dir. Ach so, wegen ja, ey, dieser, du hast Ausgangsverbot. Ja. Jemand sagt dir, du darfst nicht raus, Alter. Ja. Das ist, ey, ich merke, was für ein Freiheitsmensch ich bin und ich das genießen kann, auch so einfach rauszugehen und einfach, du bist da und kannst machen, was du willst, Alter. Deswegen in diesem Land ist einfach, das ist einfach sehr, sehr nice. Aber wenn Leute wirklich weggesperrt werden, okay, wenn die Faxen gemacht haben, sollen die weggesperrt sein. Aber es gibt, ich lese das immer wieder mal, das finde ich krass, wenn Leute unschuldig im Knast sind, Alter. Ne? Ja, Mann. Ey, Digga, stell dir vor, einer packt dich und sagt, du warst das. Und sagst, ich war das nicht. Und du warst wirklich nicht. Und der sagt einfach doch. Und der Richter sagt auch noch, doch, du warst. Und jetzt gehst du mal für 5 Jahre oder 10 Jahre in den Knast, Alter. Und dann hast du mitbekommen von dem, der auch, ich glaube, unrechtmäßig im Knast saß und angezündet worden ist von den Polizisten? Was war das nochmal? Ich kenne jetzt den genauen, der Dunkelhäutige. Ja, ja, ist aber, also der Polizist selber ist, glaube ich, aber freigesprochen worden oder so, ne? Das wird auch immer noch, soweit ich weiß, verhandelt. Das ist schon wieder ein ganz gefährliches Halbwissen hier. Ich wollte aber auch mal in Erinnerung rufen, aber ich glaube, das war eben auch so ein Ding. Vorletzte Woche lese ich so, ein 11-Jähriger hat angeblich seine Mutter erschossen in den USA und der ist einfach so nach Erwachsenenrecht ist er so für 10 Jahre oder so in den Knast gekommen und nach 8 Jahren oder so hat man festgestellt, das war der Ex-Freund so. Der Junge hat die ganze Zeit geweint, der meinte, ich war das nicht. Der war einfach, ey, mit 11 Jahren, Alter, kommst du einfach, der ist mit 19 oder so rausgekommen dann so. Digga, du bist ein Vollknacks, Mann. Ja, was ist das, Alter? So, ey, überleg mal, ein 11-Jähriger so, der einfach, ich war das nicht, sagt er. Und du sagst als Polizist doch, du warst das. Und als Richter bestätigst du das alle einfach so. Da bist du was reingeboren worden, Digga, nur weil deine Mutter einen Ex oder einen Freund hatte. Ja, genau, so einen neuen Typen, Alter, und der hat die umgebracht. Ja, aber das ist, der Gedanke für mich, ganz kurz noch, der Gedanke für mich, irgendwie eingesperrt zu sein oder so, ekelig, ich liebe die Freiheit, genieß ein Hoch auf die Freiheit, Alter, und trag Maske, aber ich bin jetzt genesen, Digga, Alter, 3 Monate. Jetzt, wo du sagst, trag Maske, muss ich irgendwie an St. Pauli-Battle denken, Digga. Warum? Wo wir letztes Mal waren, weil gestern kam ein Trainer zu mir und hat mir ein Mikrofon ohne Kabel gegeben, Digga. Nee. Ja, jetzt haben wir ein Mikrofon ohne Kabel. Jetzt brauchst du nur noch einen MC, Alter. Jetzt brauche ich nur noch einen MC. Also wenn ihr jemanden kennt, Alter, Stellenausschreibung hier an dieser Stelle, brauche ich auf jeden Fall einen Moderator. Was macht denn eure Insta-Page dazu? Hat die Denise sich schon darum bemüht, Alter? Denise ist gerade noch am Arbeiten auf jeden Fall und ist dabei gerade das herauszufinden, wie das funktioniert. Aber ein neues Projekt, hatte ich ja kurz angesprochen, St. Pauli Athletic Campus auf dem Gelände der Marzipanfabrik ist auf jeden Fall am Start, Digga. Wir haben verhandelt, wir haben uns die Flächen angeguckt, wir haben da mit dem Vermieter gesprochen. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Bis dato habe ich sollte eigentlich gestern schon der Mietvertrag angekommen sein, ist bisher noch nicht angekommen, also alles ein bisschen schwieriger und in der Fläche liegt Estrich als Boden. Was hast du für einen Boden bei dir in der Halle? Einfach Beton? Beton, ja. Ja, ich auch. Bei mir in der großen Fabrik und da, wo jetzt gerade die andere Box noch drin war und egal, das sage ich jetzt nicht. Wir sollten eigentlich zu heute einziehen, so 1. Februar, wahrscheinlich der 15. Februar. Ich habe Estrich da, das heißt, ich muss den Boden noch irgendwie schützen, diesen Estrichboden. Warum? Und da muss ich dann wahrscheinlich USB-Platten drauflegen, weil Estrich bricht. Können wir den Quatsch, Jan Matjaska nochmal fragen, aber Estrich bricht doch. Echt? Ich höre doch immer wieder, dass Leute, Box-Owner sagen, wir müssen den Estrich noch legen.
Nee, das macht keinen Sinn. Estrich sei einfach nur der Bodenbelag über dem Beton, aber der Estrich bricht, je nachdem, wie dick der ist, klar. Aber der ist relativ dick jetzt und dann ist der schon gebrochen. Ne? Also deswegen aber warum legt man dann Estrich dann drüber? Weil das im Büro ist jetzt kein, wenn Rainer Kallmund vom dritten Stock in den Estrich fallen würde, wäre der wahrscheinlich auch kaputt, aber das passiert halt in der Regel nicht und deswegen kann man da halt einen Boden hinlegen, wo nicht punktuell eine Belastung auftritt, wie zum Beispiel eine Langhantel, die halt fallen gelassen wird. So. Und dementsprechend muss ich dann noch OSB-Platten verlegen und wie komme ich da drauf, weil ich gerade dem Dragan hier diese wunderschönen Holzstäbchen gezeigt habe. Ja, und die OSB-Platten, die ich da verlegen muss, mashallah, Alter, ich habe da 300 Quadratmeter Trainingsfläche ungefähr und du kannst dir nicht ausmalen, ne? Ich habe dir ja schon mal erzählt, glaube ich, dass die Papierpreise sich vervierfacht haben, also Papier hier, wo man drauf schreibt, normales Papier, was du in den Drucker legst und so und wo du auch dann da irgendwie, keine Ahnung, was drauf schreiben kannst. Ja, und Holz ist auf jeden Fall ähnlich und da habe ich allein schon auf der Quadratmeterfläche die USB-Platten, die ich verlegen muss, einen ziemlich harten Invest. Ne? Deswegen muss so langsam der Bitcoin-Preis mal wieder hochgehen hier, Jaselle. Das ist aber auch, glaube ich, mit dem Lockdown so gekommen, dass der Holzpreis so gestiegen ist. Ne? Kann das sein? Import-Export, ja. Import-Export. Auch, ja. War brutal. Aber Digga, ganz kurz jetzt, was heißt das so? Du hast eine zweite Box dann. Ey, crazy, Alter. Also eine dritte letzten Endes. Eine dritte, dann. Ja, genau. Wir haben ja eine auf Pauli, Budapester Straße, eine in der Kriegsstraße und eine dann nochmal in der Kriegsstraße. Wir sind jetzt gerade so nah beieinander, oder was, diese zwei? 200 Meter, Digga, ja. Da, weißt du noch, wo wir Ausfallschritte gemacht haben, diese Lunges beim St. Pauli Battle da draußen? Kannst du dich an den Schornstein erinnern, der da war, wo wir da runtergelandet sind? Also genau, direkt neben dem Schornstein ist das Drilling, das ist so ein Café. Und links neben dem Drilling, da ist die Fläche, die komplette. Also ja, aber was ist dein Vorhaben? So, du hast dann zwei Boxen nah beieinander. So. Ja. Genau, ich wollte eine große Halle haben. Jetzt habe ich dann zwei Boxen. Das ist eben so ein Campus-Prinzip, nenne ich das immer. Ich will da auch so ein bisschen dann mit Kaffee arbeiten, blablabla, aber das ist erstmal nebensächlich. Und halt dann da auf der Fläche die Kurse anbieten. Primär Gymnastics, Personal Trainings und eben dann für die Entlastung der großen Fläche sorgen. Das heißt also, wir haben oft jetzt gerade auch volle Wartelisten auf olympisches Gewichtheben, auf Kraftkurse, auf Crossfit-Kurse, vor allem im Abendbereich. Und deswegen wollen wir dann auf der, wir nennen es immer kleine Fabrik, da wollen wir eben dann für die Entlastung sorgen und nochmal andere Kurse anbieten. So. Krass, geil. Alter. Bisher war da auch eine Crossfit-Box drin. Die wollten sich extrem vergrößern in Deutschland. Haben sie nicht geschafft. Sind pleite sozusagen, wenn ich das jetzt hier so sagen darf. Ich habe ja keinen Namen genannt. Und dementsprechend war das vorher schon eine Crossfit-Nutzung sozusagen. Da waren schon Mitglieder da. Die Mitglieder schreiben jetzt gerade en masse Mails auch, wie es aussieht, wann es losgeht, bla blub so. Und dementsprechend so habe ich da noch ein paar Leute eben, die auch Bock haben, dann da zu trainieren. Geil, und eben unsere Leute, genau. Unter welchem Namen läuft das dann jetzt? St. Pauli Athletik, weiterhin. Also es ist so, das ist die Box dann so, ne? Du wirst nicht nochmal eine zweite Brand aufziehen, das wirst du nicht. Nee. Also wir haben mit den Vermietern, ich kann ja gut ein paar Insights geben, ich habe mit den Vermietern gesagt, pass auf, wir haben immer noch Zeiten von Corona, blablabla, ich würde das als Pilotprojekt starten, das heißt, ich mache jetzt keinen 10-Jahres-Mietvertrag, sondern ich will erstmal 18 Monate, habe den Mietzins so gedrückt bekommen, dass ich sage, das kann erstmal als Testprojekt gut funktionieren, der immer noch wahrscheinlich lächerlich hoch ist im Vergleich zu Krefeld, aber egal. Und nimm das eben jetzt einmal als Projekt mit, um zu gucken, ob das funktioniert oder nicht. Das heißt, ich habe einen Invest von 18 Monaten und wenn es nicht klappen sollte und die Fläche nicht gut angenommen wird, warum auch immer, keine Ahnung, dann ist das halt so, dann können wir das immer noch nach 18 Monaten wieder abschieben. Aber wie gesagt, das wollte ich jetzt erstmal lieber testen, als das links liegen zu lassen. Und wie gesagt, der Mietvertrag hätte gestern kommen sollen, heute ist der 1. Februar. Eigentlich wollten die, dass wir zum 1.2. reinkommen, der Vermieter. Aber wie gesagt, bisher habe ich noch nichts bekommen, deswegen versuche ich nochmal zu drücken auf den 15. Aber die Halle ist dann ready jetzt mehr oder weniger? Oder nein, musst du den USB-Platt legen, sagst du? Genau, Halle ist, ich habe das immer hochgenommen, als wir das letzte Mal besichtigt haben, habe dann gesehen, dass da jetzt schon Risse im Boden sind, deswegen müssen wir das noch ein bisschen machen, da dass das Problem des Bodens eben gelöst wird mit dem Estrich und da müssen wir noch ein bisschen streichen, ein bisschen machen, ein bisschen tun, weil so wie es jetzt gerade aussieht, finde ich es nicht so cool, aber da habe ich Leute am Start, mit denen ich das zusammen machen kann und dementsprechend sollte das relativ fix gehen. Problem ist nur, ich fahre jetzt zu meiner Mutter am Freitag und Sonntag fahre ich zu André Ode nach Dänemark, zu dem Games-Athleten, ins Trainingscamp. Und dementsprechend jetzt gerade irgendwie dann genau in dem Zeitraum 6 Tage weg, was ich ja schon lange nicht mehr gemacht habe, weil das ja dann doch eher auch wieder private Dinge sind, die ich jetzt dann vorhab, ist natürlich wieder für meinen Kopf so, Digga, ich muss jetzt das machen. Aber okay, Gott sei Dank habe ich so ein cooles Team. Denise ist am Start, arbeitet hier unentwegt an normalen Standorten schon und eben auch schon am neuen. Und dementsprechend super. Und ich habe eine neue duale Studentin eingestellt.
zum 1.3. Hat der Arne jetzt eine Weggefährtin quasi. Eine Weggefährtin, ja genau, die sich austauschen können. Und er macht auch duales Studium zur Fitnessökonomin, das gleiche, was ich damals auch gemacht habe in Hamburg. Und genau, fängt bei uns dann am 1.3. an. Stark. Also nochmal tatkräftige Unterstützung. Auch da. Ja. Fördert und fordert, Alter. Stellt neue Menschen ein, um, weiß ich nicht, auch die Jugend und so die Zukunft so ein bisschen mitzubestimmen, Alter. Geil, Alter. Ey, viel Erfolg da mit der Halle, Alter. Ich bin echt gespannt. Wie ist das mit Equipment? So musstet ihr das nochmal neu ein? Oder konntest du das abnehmen, das übernehmen, das Equipment oder was? Da wolltest du gar nicht? Könnte ich, hatten da Kontakt mit dem Insolvenzverwalter, ist ja immer so, aber die Preise, die sie da aufgerufen haben mir nicht so gut gefallen. Die Art, wie sie mit mir gesprochen haben, haben mir nicht so gut gefallen und auch, dass sie verschweigen wollten, dass der Boden nicht kaputt ist, haben mir auch nicht so gut gefallen. Deswegen sind wir da noch ein bisschen in Verhandlung. Ich spreche natürlich aber auch mit meinen Sponsoren Holdstrong an dieser Stelle. Grüße gehen raus an Ace auf jeden Fall. Da hat sich nochmal eine gute Option aufgetan. Das Equipment ist ja einfach 1+ mit Sternchen so und dementsprechend hoffe ich, dass wir da gut zusammenkommen. Ist aber alles noch nicht 100%ig in Stein gemeißelt. Wie gesagt, Mietvertrag ist noch nicht unterschrieben. Kann sein, dass da noch irgendwas dazwischen kommt oder einen Grund gibt, warum ich den immer noch nicht habe. Aber eigentlich sind die Verhandlungen alle abgeschlossen und es sollte so an den Start gehen. Genau. So wie du gerade gehustet hast, Dragan, ne? Bitte. So dieses, ja. Was meine Mutter dann früher mal gesagt hat. Sag. Moritz, huste richtig. Ja, ich wollte jetzt gerade nicht mehr, du redest einfach so mein Long-Covid-Husten auspacken, Alter, weil er sich nicht eklig anhört, aber... nicht, dass ich mich noch anstecke, Digga. Ja. Ey, aber klingt echt stark, Alter, ich bin da richtig gespannt, ich finde das faszinierend, Alter, wie du das alles so managst und auf die Beine stellst. Du scheinst wirklich ein tüchtiger, fleißiger Kerl zu sein, tüchtig, wollte ich sagen. Viel Erfolg. Hört mal zu, Leute, wenn ihr aus Hamburg seid, ne? Jetzt den Wechsel anstreben. Jetzt den Wechsel anstreben. Da gibt es den St. Pauli. Ist das St. Pauli eigentlich? Nee, ne? Ist gar nicht. Ist das St. Pauli, der Bezirk? Der neue Standort? Nee, Bahrenfeld. Du bist gar nicht St. Pauli, ne? Mit der alten Budapester Straße. Das ist St. Pauli, ne? Genau, ja, genau. Deswegen sind wir halt auch St. Pauli, weil wir da gestartet haben. Und wir sind halt St. Pauli Athletik, weil wir auf Pauli losgelegt haben und dann Stück für Stück expandiert. Bahrenfeld, sagst du? Genau, aber du kannst ja auch nach Pauli kommen, da trainieren, ne? Also gibt da alles. Ach, kannst du mit einem Kontrakt, kannst du egal welche Boxer rausziehen? Safe, kannst überall hingehen. Geil, Alter. Ja, das ist schon geil, Alter. Ich bin richtig gespannt. Werden wir ja sehen dann demnächst, hoffentlich, wenn ich mal wieder vorbeischaue, dass wir uns da diese Halle mal angucken. Safe. Bist immer herzlich willkommen. Genauso wie Franzi Höger auch. Wir haben jetzt unser Trainingsvolumen hier erweitert. Franziska Höger kennen bestimmt auch viele, die in Deutschland sich mit CrossFit auskennen. Sehr, sehr starke Frau auf jeden Fall. Genauso wie die Verena, mit der ich jetzt auch länger trainiere, wie ihr wisst, auch. Die ist nach Hamburg gekommen, ist jetzt erstmal eine längere Zeit hier, hat sich eine Wohnung gemietet und Coach bei St. Pauli Athletik. Genau, trainiert bei uns. Ja, Mann, jetzt geht's noch weiter. Seit heute, Digga. Ich hab tatsächlich mitbekommen, dass sie nicht mehr in Würzburg ist. Ja. Und war dann so ein bisschen, glaube ich, auf der Suche. So, ne? Ich glaube, die hat sich auch bei Lukas so ein bisschen das angeschaut und so. Ja, Luki Becker wollte sie abwerben, weil sie da auch schon gesagt hatte, dass sie gerne nach Hamburg kommen wollen würde. Und dann sagt schickt Luki mir so Selfie mit Franzi so, ja, jetzt ist sie meine, sie bleibt bei mir mäßig so. Ich sag, Digga, ich sag da gar nichts zu. Warte mal ab, Digga. Und jetzt schicke ich ihm heute auf jeden Fall auch mal ein Selfie zurück und sag so, Franzi hat sich entschieden für den richtigen Anker, Digga, für den richtigen Hafen und nicht da irgendwie Zollhafen, Digga. Was soll das denn? Ey, stimmt, Alter. Ihr habt ja beide einen Hafen, so einen Anker, ne? Safe. Aber es gibt nur einen richtigen, weißt du? Ja, weißt du. Aber crazy, dass jetzt die Franzi bei dir ist, Alter. Das heißt, Hamburg bald richtig krass. So, ne? Also ihr seid ja, Hamburg ist ja schon männermäßig schon eh krass gewesen. Die ganze Robert Zeit. Ist auch bei uns jetzt, ne? Der ist gerade Recovery mit seinem Bizeps am Start, coacht aber auch bei St. Pauli Athletik. Und wenn er wieder, wenn er wieder am Start ist, der Robert, mit seinem Bizeps, dann wird komplett zerrissen. Was machst du denn da für Angebote oder wie läuft das, Alter? Oder erpresst du die oder was? Wie läuft das, Alter? Genau das Gegenteil ist der Key, Digga. Einfach mal tief durchatmen und... Der Key ist der Key. So, nicht so viel rumhaten, Digga. Das habe ich gemerkt, ist das Beste, was funktioniert. Habe ich auch letzte Woche noch in meinem anderen Podcast darüber gesprochen mit Fabian. Das auf jeden Fall, hört mal rein, dann wisst ihr, was ich meine. Aber das auf jeden Fall da die Zufriedenheit irgendwie in den letzten Monaten das Schlüsselerlebnis war, wo ich gemerkt habe, dass das zu mehr Erfolg führt, als wenn man immer nur Neid hat und so. Garantiere ich, gebe ich ja recht. Aber ich muss auch sagen, irgendwie scheinst du auch ein Typ zu sein, wo die Leute gerne mit auf der Welle und auf dieses
wie sagt man, auf diesen Vibe mit aufgehen so und sagen, ey, da will ich mit drauf sein. So, das klingt nämlich sehr positiv und du ziehst positive Menschen an, Alter. Ich glaube, dass es auch kein Zufall ist, so, weißt du, weil eine Franzi könnte ja theoretisch, wenn sie unbedingt nach Hamburg will, auch eine andere Box gehen, aber da ist der Mo, der empfängt sie dann alle, ne? Aber schön, Alter, da hast du ja bald ein richtiges Weltmeisterschaftsteam um dich herum, Alter. Wir machen Games-Team. Nein, mal gucken, was da so abgeht auf jeden Fall. Um das kurz nochmal einmal abzuschließen, was du gerade sagtest, manche so, ne? Also manche sind auch abgeschreckt so von der Art, die ich habe und die ich bin, kann ich auch komplett nachvollziehen, ne? Andere haben dann Bock, da eben mitzuziehen. Ne? Denise hat auch irgendwann mal ganz treffend gesagt, so, ey, ich habe versucht, dein Tempo zu fahren, das funktioniert für mich nicht so, will ich nicht, ich brauche einen Tag in der Woche frei, so mäßig, ne? Ja. Und dementsprechend, ich kann auch gut verstehen, ich habe ja auch damals früher mal noch einen Geschäftsführerpartner gehabt, ne? Und da war es dann auch oft so, dass ich dann festgestellt habe, dass ich so ein bisschen zu viel pushe, zu viel will, okay, zu schnell, zu viel arbeite und da doch auch manchmal dann ja die sogenannte Work-Life-Balance ein bisschen beachtet werden muss und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch ein Punkt, wo man sich selbst reflektieren muss, geil, was ich getan habe und wo andere halt auch dann gucken müssen, kann ich oder inwieweit will ich da irgendwie mitkommen und mitziehen und ja, das wird man dann früher oder später merken, ob das gut funktioniert oder nicht, aber ich bin froh, dass ich mittlerweile so reflektiert bin, dass ich von niemandem verlange, irgendwie das Tempo zu fahren. Das wollte ich gerade sagen, Alter. Ich habe nicht das Gefühl und so wie ich dich einschätze, dass du von jemandem das verlangst. Wenn jemand sagt, okay, wir beide wollen jetzt Partner sein und wir gehen jetzt beide 50-50 quasi rein, dann erwartest du das, dann ist die Erwartungshaltung klar vielleicht. Aber wenn jemand, sage ich mal, so ein bisschen mitstimmen will, du kannst auch voll akzeptieren, aber da muss er sich nicht wundern, wenn du weiterziehst, so ein bisschen so, ne? Aber nicht. Bestes Beispiel Verena. Sorry, dass ich unterbreche. Beispiel Verena. Grüße gehen raus. Hört ja auch den Podcast hier. Und wir haben anfangs mal gesagt, oder sie hat gesagt, pass auf, komme ich ein, zweimal die Woche vorbei, machen wir Training zusammen so. Verena hat übelst Blut geleckt. Es macht richtig Spaß, mit ihr zusammen zu trainieren. Wir pushen uns gegenseitig derbe, so, weil, ne, sie ist stark, ich bin stark, sie ist, ne, also manche, wir haben eben einfach ähnliche Schwachpunkte, sage ich mal so. Mhm. Und mittlerweile machen wir jede Session zusammen. Sie coacht auch bei uns bei St. Pauli Athletik mittlerweile, hat ihre eigene Box immer noch, macht da ihre Personal Trainings und auch ihre Dinge, klar. Aber sie will mitschwimmen und sie kann das auch halten. Und wir sprechen dann auch offen miteinander. Hatten wir jetzt gerade auch noch den Fall. Ich weiß nicht, also ich glaube, es ist kein Thema für Verena, das kurz einmal anspreche, aber Samstag haben wir Gymnastik-Seminar gegeben und beide, oder ich war ein bisschen gestresst so und dann haben wir uns kurz einmal an die Köppe gekriegt, haben aber dann uns am nächsten Tag hingesetzt und gesagt, pass auf, habe ich es angesprochen, sie auch dann einmal gesagt, was Phase ist und dann reden wir da kurz drüber und das ist ja abgehakt und ich glaube, das ist halt das Ding, sich selbst zu fragen, kannst du A, dich entschuldigen, kannst du A, B, Danke sagen und kannst du C, Worcestershire-Soße aussprechen? Aber ich glaube, dass du das richtig beschrieben hast, Alter. Man sagt ja immer so, wo gehobelt wird, fallen Späne letzten Endes. Wenn man so intensiv, emotional sich verausgabt, körperlich so, ne, und da auch ein Business hinter ist und alle wollen irgendwie den maximalen Erfolg, so, dass irgendwann mal, das passiert ja auch in jeder besten Beziehung, in jeder Freundschaft und das muss man aushalten können. Und man muss es aber auch dann reflektiert, vielleicht am nächsten Tag oder wie auch immer, auch mal so sehen, dass man sagt, ey, vielleicht habe ich auch hier und da über die Stränge geschlagen. Und das ist ja zwischen uns auch so ein, zweimal gewesen. So, ne, nichts Großes oder so, aber dieses Gefühl danach, ey, man kann kurz auch sagen, ey, es war nicht so gemeint oder sorry oder wie auch immer. Und dass man es dann auch einfach aus der Welt schafft und wirklich abhakt. Und dieses Nachtragen oder so, weißt du, einfach, das ist auch voll das kindliche Verhalten eigentlich. So, weil keiner kann perfekt durchs Leben laufen und meinen, er würde nie dem anderen vielleicht zu nahe treten mit einer Aussage oder so. Das passiert jedem mal. Weißt du, gerade wenn man viel erzählt, ist ja die Quote, dass man, was man sagt, irgendwann mal drüber ist oder emotional vielleicht drüber war, höher, als wenn man eben wenig sagt. Und wir sagen viel, also wird auch mal was passieren. Aber ich glaube, die Eier haben wir auch, zu sagen, ey, sorry, da habe ich, glaube ich, ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber lass auch abhaken, bitte, weil ich möchte nicht daraus jetzt noch ein langes Thema machen, Alter, weil das ist zu kostbar, die Zeit. Und es passiert am Ende auch nichts mehr, weißt du, ich meine, man kann es nicht tot diskutieren, deswegen einfach Haken hinter. 100%. Finde ich geil, Alter, und das mit Verena habe ich sogar irgendwie auch gefühlt, keine Ahnung, ich fühle mich in deine Stories rein, wenn ich das so sehe und denke mir so, ey, krass, die haben sich gefunden, Alter, und das war, du sagtest ja anfangs, ja, die würden ab und zu mal vorbeikommen, ich finde das krass, was du machst, Digga, weil eigentlich ist das, was ich die ganze Zeit irgendwie verlangt habe von der CrossFit-Szene, sich zu connecten mit anderen. Weißt du, so, dass Leute dazukommen und sagen, ey, komm, wir können aus, ich bin stark als Mo, aber mit Verena habe ich nochmal ein stärkeres mit Member und Coach jetzt. Jetzt holst du Robert, jetzt holst du Franzi,
Ey, ich finde das krass, Alter. Du kannst voll was bewegen, so in dieser Szene eigentlich. Weil viele werden danach nach Hamburg schauen und nach St. Pauli Athletik sagen so, ey, da ist diese Gang, diese Crew, Alter. Wir machen ja auch Competition-Training mit Harten Heavy zusammen, mit Lenny. Haben uns wieder alle zurück zusammengefunden. Früher war ja Cross St. Pauli auch mit Lenny bestückt sozusagen. Und dementsprechend da einfach dann dieses Zusammenkommen und nicht mehr irgendwie auch mal über den Tellerrand schauen, hat sich auch dieses Jahr erst entwickelt. Aber nachdem ich mich entwickelt habe, ne, ich habe ja auch, habe ich dir erzählt, dieses Mental-Coaching gemacht. Und das hat mir selber einfach extrem gut getan. Und deswegen bin ich einfach auch nicht mehr so, wie ich früher mal war. Und von diesen negativen Eigenschaften, die ich mittlerweile als negative Eigenschaften sehe, definitiv. Um kurz nochmal deinen Punkt zurückzukommen mit dem, ne, aus einer Mücke einen Elefanten machen, indem man uns einfach anspricht. Kennst du das noch? Ich habe nämlich zum Beispiel auch gerade, deswegen komme ich da drauf, eine Beratung mit einer jüngeren Person, sage ich einfach mal so, wo es auch um genau solche Themen geht, Angst vor Sachen zu haben. Kennst du noch die Angst damals bei der Versicherung anzurufen, beim Arzt anzurufen, nur als du ganz jung warst, so 13, 14, 15, 16, so. Kennst du das noch, wo man es immer weiter vor sich hergeschoben hat? Ja. Umso schlimmer wurde es dann. Du hattest Zahnschmerzen, du wolltest einen Arzt anrufen, hast es vor dir hergeschoben, hast es nicht gemacht, dann wird das immer schlimmer. So, dieser Zahnschmerz wird immer schlimmer. Und das ist eigentlich der perfekte Vergleich von dem, was du gerade sagtest. Zwischenmenschlich sind wir jetzt wieder, ne? Weg von diesem Trainingsthema, aber dass man halt dann auch beim Partner einfach oder bei jemandem, mit dem man in Kontakt ist, anspricht und sagst, du, pass auf, beim letzten Gespräch habe ich zu dir gesagt, keine Ahnung, deine Mutter ist doof, so, ne, um mal so ein Beispiel zu nennen, das war echt unüberlegt von mir und da wollte ich mich ganz kurz für entschuldigen, das war einfach aus Reflex gesagt, Punkt, so, hat man es angesprochen, abgehakt und du hast nicht mehr im Kopf, ey, Moritz, der Wichser hat was über meine Mutter gesagt, so, mäßig. Ja. Und dann wird das halt kein großer Zahnschmerz und deswegen solche Themen kurz anzusprechen, kurz zu sagen, pass auf, da habe ich Scheiße gebaut, das tut mir leid, aus deiner Sicht habe ich es reflektiert, hätte man das so auffassen können, war vielleicht nicht so gemeint oder es war so gemeint, das war echt dumm, einfach kurz einmal ansprechen, sagen, Punkt, so, das ist echt eine Eigenschaft, die Menschen zusammenhält und nicht auseinandertreibt. So, ich glaube, das ist echt ganz, ganz wichtig. Ja, cool. Ich glaube, dass viele Streitigkeiten. So, jetzt habe ich nochmal richtig gehustet. Vielen Dank. Grüße gehen an Barbara. Viele Streitigkeiten oder auch Beendigungen einer Beziehung oder so entstehen dadurch, dass vieles einfach mitgetragen wird in die nächste Diskussion, in ein nächstes Streitgespräch und du immer noch im Kopf hast, das andere. Siehst du? Und irgendwann mal fängst du ja an zu erwähnen, ja, damals hast du das gesagt, dies gesagt, und wenn du alte Kamellen auspackst, so, ne, wenn du, dann ist es eigentlich schon zu spät, so, weil du hast viele Sachen, du kriegst das alles nicht mehr aufgeklärt, du wirst nicht mehr nachvollziehen können, wenn man was gesagt hat. Also anstatt das immer vor sich herzuschieben und sagen, das spare ich mir mal auf oder ich speichere mir das mal ab in meinem Bewusstsein irgendwo, muss man es eigentlich sofort klären. Aber diese Eier, wie du sagtest, dieses Ansprechen, sich der Situation stellen, wirkt erstmal krasser, aber ist es ja gar nicht. Es ist ja nur ein kleiner Haufen, den ich da gemacht habe, den kann ich schnell lösen. Aber später den großen Haufen aufzulösen, der ist ja viel komplexer, viel größer, viel schwieriger. Plus, man weiß halt gar nicht mehr, wie war das genau. Weißt du, kennst das, manchmal weiß man sich nach einem Jahr, in zwei Jahren, weiß man gar nicht mehr, warum man gestritten hat, warum man gar keinen Kontakt zu diesen Menschen hat. Das vergisst man einfach so. Wie willst du dann noch was aufklären? Also, finde ich geil, Alter, dass du das so reflektiert sagen kannst. Scheint es mir auch sehr reflektiert, da umzugehen mit diesem Thema. Wird aber wahrscheinlich auch ein Learning sein, wo du selber halt immer wieder gefühlt auf die Fresse gefallen bist. Und immer merkst, okay, irgendwas muss man ja doch verändern. Und diese Entwicklung finde ich halt krass. So, auch wenn wir uns gar nicht so lange kennen, Alter, finde ich krass, dass schon so, dass du das so beschreiben kannst. Ne? Weil das ist echt eine Größe, Alter. Das sagt man ja immer so. Sich zu entschuldigen ist halt eine Größe, aber es ist ja wirklich tatsächlich so, ne? Ja, aber das ist auch eine Stück-für-Stück-Entwicklung gewesen, wenn ich da gerade drüber nachdenke. Man muss echt 5000 Mal das immer wieder vorgesetzt bekommen oder verstehen, dass man was ansprechen muss, damit der andere das nicht falsch versteht. Weil in meinem dualen Studium vor, ich glaube, 6 Jahren oder so, hat mein damaliger Geschäftsführer, mit dem wir auch dann so ein Führungskräfteseminar und so hatten, hat das auch mal angesprochen und hat auch gesagt zum Beispiel, ich habe mich übelst mit meiner Frau in die Haare gehabt und haben gefragt, warum denn? Ja, weil sie immer, ich habe ihr jeden Morgen Tee gemacht und sie hat immer einen Schluck Tee oder so einen Drittel Tee drin gelassen und ich habe mich jedes Mal so innerlich darüber aufgeregt, dass sie diesen Tee verschwendet und dass ich den wegkippen muss. Und nach 3 Jahren spreche ich sie an, sage so, trink doch deinen scheiß Tee auf, Alter. Und sagt sie, ja, aber der ist mir zu stark, du hast den Beutel zu lange drin gelassen. Dann hat sie das nicht angesprochen. Er denkt, sie ist verschwenderisch. Sie denkt, oder sie weiß, okay, der Tee ist mir zu stark, will ihn aber nicht stressen, so mäßig, dass er dann, dass sie sagt, nimm den Teebeutel raus. Und deswegen hat sie es 3 Jahre lang aufgestaut und er hat sich so darüber aufgeregt, dass sie eine verschwenderische Person ist, obwohl das gar nicht von ihr so gemeint ist, ne?
Und das habe ich damals vor 6, 7 Jahren schon so gehört, dass man Dinge ansprechen soll. So, und deswegen immer wieder mitkriegen, immer wieder sich selbst auch einfach erziehen beziehungsweise lernen, dass man das einfach anspricht. Und deswegen haben Denise und ich das mittlerweile so gemacht, dass wir halt sofort, wenn irgendwas ist, dass wir halt dann das ansprechen in Form von, gestern zum Beispiel noch, ne? Ich habe ein Löwenanteil-Paket bekommen, habe das dann, Denise hat das ausgepackt, weil ich gerade im Termin Personal Training war und hat dann vor die Tür, wo alle Mitglieder reingehen, diesen Müll hingestellt. So, ne? Mhm. Und ich sehe diesen Müll und denke mir so, warum steht der da, Alter? Jedes Mitglied kommt rein und sieht Müll. Das ist nicht cool, das kann man nicht machen, das geht nicht so. Ne? Ist aber gar nicht böse von ihr gemeint. Deswegen habe ich gesagt, ey, Moritz, ansprechen. Wir gehen ja, ey, Denise, es triggert mich, dass da jetzt der Müll vor der Tür steht. So können wir uns darauf einigen, dass wir den Müll hinterm Tresen stehen lassen, wo nicht ein neues Mitglied, was gerade reinkommt oder eine Person, die gerade reinkommt, sieht Müll. Ne? So. Ja, klar, verstehe ich, hast schon total recht. Ich wollte nur, dass wenn jemand das nächste Mal rausgeht, dass er deinen Müll direkt mitnimmt, um das zu sehen. Mhm. Das heißt, sie hat voll Recht und Sinn, Digga. Ja. Ich sehe dann die Kundensicht so, nehme dann selber einfach kurz den Müll, stelle den wieder hinterm Dings und weiß, dass ich den nächsten Mal mitnehme, wenn ich rausgehe. Und so kann man halt, wenn man Sachen direkt anspricht, lösen und nicht das irgendwie mit sich tragen und dann sich den ganzen Tag. Aber das hast du, wenn du das, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, hast du auch super beschrieben, weil letzten Endes kannst du auch hingehen, könntest du hingehen und sagen, ey, was macht der Müll da draußen? So als auf eklig. Aber damit ist keinem irgendwie geholfen, weil es macht der Müll da draußen so. Dieses, ey, das triggert mich gerade, kannst du bitte, weißt du, so, das ist so, das hat man ja auch, ich habe auch diese ganzen Seminare damals als in meinem ehemaligen Job besuchen müssen und so, emotionale Intelligenz, Beziehungsebene und so, Kommunikation. Dieses, mir ist kalt oder mach bitte das Fenster zu. Eine direkte Ansage, weißt du, so mit einer direkten Bitte oder so, mir ist kalt, machst das Fenster bitte zu, anstatt zu sagen, boah, mir ist kalt und hoffen, dass einer das Fenster zu macht. Wenn es keiner macht, denkst du ja so voll die Asis, keiner macht das Fenster zu. Also mit der direkten, mit der Call to Action eigentlich so, bitte erklärst du warum und erklärst bitte, was du von ihm erwartest, dass es vielleicht gelöst wird, so, ne? Aber das muss eine Beziehung auch aushalten, wenn du einfach jetzt gefühlt einfach, wenn du jahrelang, ich mal, nie was gesagt hast und auf einmal sagst du das, das kann natürlich bei dem anderen auch so, was willst du denn jetzt auf einmal? Und nachdem man dich vielleicht nicht kennt, aber Leute sind gewohnt, glaube ich, und wir kamen irgendwie auf das Thema Lästern gerade, weil du auch gesagt hast, so einfach so diese negativen Vibes gar nicht zulassen und so. Viele sind es gewohnt, irgendwie im Hintergrund dann da sich abzukacken über dieses Thema, so, ne? Ja, genau. Oder gegenüber anderen. Zu einem Kollegen zu gehen und sagen so, boah, der hat schon wieder hier den Müll draußen gelassen, so, ne? Und dann willst du, dass der sich sofort committet zu dir. Du willst, dass er sofort sagt, ja, ne, ist mir auch schon aufgefallen. Und dann hat man zusammen so einen Nenner gefunden, nämlich über die dritte Person abzukacken, so, ne? Das habe ich von Bodo Schäfer gelernt, rede niemals negativ über Abwesende. Rede ja nur positiv über Abwesende. Weißt du, was ich meine? Aber frei von Schuld, Alter, ich schwöre dir. Wer? Keiner, ja, ich safe auch nicht, Digga. Ich auch nicht. Safe. Aber es ist, wir wissen es. Ich finde das gut, dass wir es wissen, aber ja, ich könnte das noch verbessern. Ich ärgere mich auch immer 100%. Wieder. Ich nehme mir das dann vor und denke mir so, ey, nicht über Abwesende, weil das sagt eigentlich, sagt man nicht auch so, das sagt mehr über dich als über den Abwesenden. Korrekt. So. Aber man erwischt sich dann doch immer wieder und denkst dann so, wieso mache ich das jetzt hier gerade? Es macht gar keinen Sinn. So, ich bin schon manchmal, wo ich denke so, ey Leute, um mich herum, lass mal nicht anfangen, bitte. Ich versuche das schon so gegen mich zu steuern, aber selber erwische ich mich dann doch wieder und denke mir so, fuck, Alter. Ja, Mann. Wollte ich doch nicht. Man sollte aber das eigentlich nehmen, was sich getriggert hat, was die Person falsch gemacht hat, so rum. Und dann sagen, das, was er gemacht hat, möchte ich nicht machen. Weißt du, das als Learning nehmen. Aber dann halt nicht zu anderen gehen und sagen, pass auf, Alter, der hat ja, gerade ja, gefurzt. Ja. Also es heißt ja nicht, dass wir jetzt jeden Menschen cool finden müssen, weil wir das so erklären würden, aber nein. Sich eine Bestätigung zu holen über eine dritte Person, dass man bestätigt haben will, dass er echt blöd ist, dieser andere, ja. Das gibt es ja unter Freunden, man würde jetzt als Buddies sagen, so ey, der Typ ist voll der Spaß, dann sagen beide, ja echt, das ist voll der Spaß, das ist eine andere Konstellation, aber dieses, ich traue mich nicht, ihm das zu sagen und gehe dann nur über hinten rum und versuche Leute auf ihn aufzuherzen. Das finde ich eklig so. Also richtig, ich traue mich, jeder wird wissen bei mir, ob ich den mag oder nicht. So. Das wird er auf jeden Fall wissen. Wenn ich den nicht mag, werde ich auch über den abkacken. So. Das kann auch, das wird auch kommen, so, weißt du? So. Aber er wird schon mitbekommen haben, dass ich ihn nicht mag. In irgendeiner Art und Weise, so, in irgendeiner Art und irgendeiner Form. Boah, krasses Thema. Ja, Atmosphäre ist am Ende dann das Thema, was wir damit besprechen, weil Atmosphäre muss gut sein, vor allem dann im Arbeitsplatz und damit kommen wir zur Werbung. Werbung?
Wie heftiger Übergang, Digga. Das ist echt gut gemacht. Leute, wisst ihr noch nicht, worüber wir reden werden in dieser Werbung. Auch dieser Podcast wird unterstützt und supported von Ahead Nutrition. Und Ahead Nutrition hat uns um etwas gebeten. Diesmal nämlich, wir wollen keine Produkte bewerben, speziell. Natürlich müsst ihr die Produkte unbedingt abchecken. Ich auch hier regelmäßig gönne mir Bright Mood, B12 und so. Aber wir wollen diesmal über Atmosphäre reden, über Arbeitsatmosphäre. Und Ahead Nutrition ist ja nicht nur Produkthersteller, sondern auch Arbeitgeber in Hamburg nämlich. Die Jungs sitzen ja in Hamburg. Das ist ja der Philipp und der Johannes von Ahead Nutrition. Die beiden kennst du auch, ne? Ja, die beiden kenne ich safe. Also darüber bin ich auch zu Ahead gekommen damals. Warte mal, wie bin ich denn zu Ahead gekommen? Stimmt, die haben ein Shooting gemacht in der alten Location bei uns in der Speicherstadt. CrossFit St. Pauli noch, Bruktorkai 13. Krass. Da haben sie ein Shooting gemacht und dann war ich da, habe gerade trainiert und haben die beiden mich angesprochen. Vor allem, glaube ich, Philipp. Maja war aber auch mit dabei, der Rhodesian Ridgeback von Johannes und wunderschöner Hund. Rhodesian liebe ich ja sowieso ohne über alles und fand das deswegen schon toll, dass sie da waren. Ja, und dann haben sie mich angesprochen und gesagt, ey Digga, was machst du denn da? Sag ich ja, ein bisschen Crossfit hier versuche ich mal zu machen. Und dann haben sie gesagt, Alter, suchst du noch Leute, die dich irgendwie unterstützen mit so Supplementen im Biohacking? Sag ich, Bio-Watt? Und dann haben die mir das erklärt, was Ahead halt so am Start bringt und haben dann da ein Shooting gemacht, wo schon einfach der Vibe so, ne? Die beiden sind halt sehr so Startup, let's go, positiv. Ja, ja, voll. Ja. Beides Soldiers so, würden sie jetzt sagen, weil sie immer gerne Englisch sprechen, Grüße gehen raus. Soldaten. Die wirklich auch, ne? Die waren in Australien. Ja, ja, die waren mal in der, genau, die waren mal in der Bundeswehr. Damals haben sie sich da, glaube ich, auch kennengelernt, soweit ich es weiß. Ja, ja, jetzt genau. Hier nicht schon wieder ein gefährliches Halbwissen. Und ja, von da aus ging es dann los. Und das ist jetzt, glaube ich, schon wieder 4 Jahre her oder so. Oh, irgendwie krass, also schon lang, echt lang, Digga. Ja, ja, echt schon sehr, sehr lang. Und seitdem nehme ich auch die Produkte tatsächlich. Und dann habe ich Step by Step halt auch deren Entwicklung mitbekommen. Jetzt sind sie gerade in der City Nord oben in einem echt coolen, ich sag mal, Loftbüro. Da waren wir alle schon und habe dann da auch die gute Anna kennengelernt. Anna ist so die Community-Managerin, würde ich fast sagen. Anna ist eine total Liebe, mit der man sich immer cool austauschen kann. Mega nett, versteht immer auch alle Seiten, wo wir wieder beim Thema wären. Ne? Versteht sowohl die Athletensicht als natürlich die Firmensicht, die sie da komplett vertritt. Und dann war ich noch gar nicht so lange her, letztens auf dem Kiez Essen. Ich glaube, das war irgendwie Ende des Jahres. Mein Gehirn, irgendwie September oder sowas. So. Und da war das ganze Team, oder viele aus dem Team eben auch dann da, auch so ein paar Influencer bzw. Athleten auch mit am Start, die da saßen. Und dann, Ahead ist einfach immer so ein Gefühl von, wir wollen was schaffen, wir wollen was erreichen, wir wollen was aufbauen. So. Und deswegen finde ich so dieses Teamgefüge und auch ja die Art von Johannes und Philipp einfach super. Und das höre ich auch einfach von vielen Leuten. Nathalie, meine Athletin aus Bremen, ist zum Beispiel auch mittlerweile im Team und da sehr engagiert und auch stolz, Teil davon zu sein. Und dementsprechend ist die Atmosphäre bei Ahead auf jeden Fall einfach ganz, ganz anders und einfach ganz, ganz geil. Wie hast du die beiden denn kennengelernt? Krass. Ja, das kam irgendwie, muss ich jetzt mal überlegen. Ja, ich habe den Riegel bei Battle of the Beach das erste Mal gegessen, gesehen. Der lag dann hinten aus für Steph. Und ich kam wirklich auf diesen Riegel nicht klar. Deswegen sage ich immer wieder, das ist der Porno-Riegel des Jahrhunderts. Also finde ich wirklich jetzt krass. Und das habe ich einfach so in meiner Insta-Story genannt. Ich weiß nicht, ich meinte so, ey, ohne euch zu kennen, ich weiß nicht, wer dahinter ist. Ich kannte Ahead nur vom Namen so, aber ich kannte die Jungs nicht. Und habe einfach den Riegel beworben und dann hat sich irgendwie die Kommunikation aufgebaut, dann die Anna kennengelernt, wirklich sehr, sehr liebe und Johannes und Philipp. Philipp habe ich jetzt ein bisschen mehr Kontakt, so Johannes habe ich auch im German Throwdown, der war ja auch da, ne? Gut kennengelernt, aber mit Philipp habe ich jetzt gerade aktiveren Kontakt. Richtig verrückter Dude, so, der ist halt anders und das ist halt ungewohnt, weil man immer von einem Geschäftsführer, Gesellschafter, irgendwie auch bei dir auch, immer davon ausgeht, das muss ein seriöser Mensch sein, das ist ein großer, ein 50-jähriger, der, weiß ich nicht, Alter, so wie Rolex Flo. Mit Sakko. Ja, mit Sakko und mit so Gucci-Schuhen rumläuft. Die Jungs sind halt ein bisschen anders und du bist auch anders und ich bin auch anders und wahrscheinlich ist das die Kombination, die es dann so ausmacht. Auf jeden Fall ist das echt eine coole, lustige Truppe und wir wollen was loswerden, raushauen an der Stelle. Wenn ihr nämlich Bock habt auf so lustige, verrückte Dudes und ihr seid aus Hamburg, die Jungs suchen noch aktiv nach Mitarbeitern. Wir haben nämlich noch 8 offene Stellen und die sind ausgeschrieben auf der Seite. Das könnt ihr mal abchecken auf ahead-nutrition.com, wahrscheinlich unter Jobs. Könnt ihr das mal abchecken. In der schönen Stadt Hamburg gibt es in einer hammermäßigen Lage direkt am Jungfernstieg. Ne? Jungfernstieg. Ich kenne mich nämlich, Alter, aus. Ist das krass oder was? Ey, ich habe gerade City Nord angesprochen, weil das eben der Standort ist, den ich noch kenne.
So, Jungfernstieg ist direkt da in der Innenstadt. Direkt da, wo, ne, an der Alster. Da, wo Apple ist. Kennst du Apple in Hamburg? Apple, ist das diese Handy? Diese Handyhersteller. Sowas wie Samsung, nur anders. Und die, diese Gurte? Gurte. Da ahead jetzt, weißt du? Also ganz weit oben so. Ne? Jungfernstieg ist echt so die beste Marke. Da ist halt, da reihen sie sich so neben Tesla Wempe ein. So. Echt, ja? Wieso haben die so viel Kohle? Weil der Podcast so läuft, ne? Ja, weil der Podcast so läuft. Weil die Leute hier ordentlich bestellen. Und zwar mit dem Code Bratletik15 bestellen die Leute. Und deswegen können die sich da jetzt das Outfit leisten. Deswegen, check das mal ab. Die haben da wirklich eine Loft, sagt der Mo. Ich war da selber noch nicht vor Ort, aber die laden mich auch mal wieder regelmäßig ein. Ich muss auf jeden Fall demnächst, wenn ich in Hamburg bin, die zweite Halle von Mo besuchen und das Büro von Ahead Nutrition. Und wie gesagt, die haben da 18 Mitarbeiter gerade. Fokus auf Produktentwicklung, digitales Marketing. Wenn ihr Produkte und die Brand feiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr denkt, egal, ich bin einfach ein geiler Typ, zwar ist das, was ich kann, nicht angeboten, gerade in der Stellenausschreibung, einfach mal initiativ bewerben, checkt die Lage und schönen Gruß von uns, würde ich sagen. Am besten schreibt in die Bewerbung rein, ich komme vom Mo und vom Bratan. Dann habt ihr schon mal gute Chancen. Genau. Daher habt ihr den Kontakt zu den beiden. Wenn ihr auch sagt, in den Stellenbeschreibungen ist jetzt nicht euer Job dabei, ihr habt aber trotzdem schon Erfahrungen im E-Commerce gesammelt, vielleicht auch im Food-Business. Wir haben ja schon über die Riegel gerade gesprochen, über die Pillen natürlich auch, wenn man das so sagen kann, über die Supplemente und auch über den Shake, den neuen Head Chief. Oh ja, der ist leer bei mir übrigens. Shake, ja, meine auch. Und das war ein Pfosten, dann winken mit dem Zaunpfahl, ne? Hier ist Pfosten. Das war auf jeden Fall ein Pfosten, Alter. Das war ein Pfosten, Digga. Nee, dann könnt ihr auch eine Initiativbewerbung schreiben. Wenn ihr sagt, da könnte ich den Jungs auf jeden Fall noch weiterhelfen und aushelfen, dann einfach einmal hinschreiben und dann nochmal auch da PS, liebe Grüße von Abu Mo und Abu Draganski. Safe. Genau. Das war quasi die Werbung. Dafür unterstützen sie uns und wir unterstützen euch. Also checkt auf jeden Fall die Seite ab und wenn ihr schon dabei seid, bestellt irgendwas im Wert von 500 Euro. Am besten und nutzt unseren Code Bratletik15. Ja, Selleme, schöne Grüße. Beste. Hey, gut eingedings. Alter, die G-Modelle werden nicht weitergeliefert. Die haben einen Bestellstopp eingeführt von Mercedes Daimler. G-Modelle? Mercedes G-Modell wird nicht mehr. Ist das so dein Auto oder was? Oh, das ist echt schon mein Traumauto. Jetzt gerade krümmt sich das Herz von, wie heißt die nochmal? Fuck. Von wem? Die grüne Aktivistin hier, Greta Thunberg. Ja, Greta Thunberg. Ey, ich habe das neue Flair-Album gehört. Hast du auch gehört? Nee. Und gibt's was mit dann Hengst? Ja, die haben ja CCN 4 machen wollen. Ach geil, aber die dürfen ja... Die dürfen, hast du mir gekriegt? Nee, was denn? Ich sammel jetzt so lange rein, bis du mir... Guck mal, Alter, geil, Alter. Im Hinterkopf denkt ihr so, boah, der Wichser redet die ganze Zeit rein. CCN 4... Die dürfen es nicht Carlo Koks Nutten nennen, weil Bushido die Rechte darauf hat. Ja. Auf jeden Fall nennen sie es jetzt Cancel Culture Nightmare, so mäßig. Auf jeden Fall sagt er, deswegen kam ich ganz kurz auf, dann kannst du weitermachen, wenn Greta Thunberg im Ghetto aufgewachsen wäre, würde sie auch Benza fahren. Darf sie gar nicht, die ist ja immer noch so jung, oder? Wie alt ist sie jetzt, 17? Ist sie nicht 18? Boah, gute Frage, Digga. Auf jeden Fall hat sie angefangen, als sie sehr, sehr jung war. Deswegen großer Respekt auf jeden Fall an Greta. Aber ich habe echt nicht so viel mit ihr. Aktivistin nennt man sie auf jeden Fall. Sie ist 19 schon jetzt. Ist 2003 19! Geboren. 19, naja, ich bin kein Greta Thunberg-Fan. Ich will das Sekt mal loswerden, Alter. Ich schwöre dir, Alter. Die geht mir auf den Sack, Alter. Kann man Fan sein von einer Aktivistin? Ja, klar, bestimmt. Keine Ahnung. Ja. Ist ja eine persönliche Person des öffentlichen Lebens. Wie die da so sitzt und sagt, du hast meine Jugend zerstört. Und dann dabei gucke ich mir wirklich im gleichen Atemzug, in derselben Minute, gucke ich mir ein Bild an von Kindern, die hungern, die wirklich nichts haben. Wirklich, die nicht darüber reden, dass ich eine, weiß ich nicht, eine Klimakonferenz irgendwo ins Leben rufe, sondern wie überlebe ich diesen Tag und muss irgendwelche Batterien aus irgendwelchen Gruben schaufeln, Alter, damit irgendeiner E-Auto fahren kann. Okay, aber kannst du das vergleichen, Digga? Digga, denke ich mir so, das ist die Jugend, Alter, in 80% der Welt, Alter. Nicht so, ich fahre ein bisschen rum und guck. Das triggert mich. Ich finde das gut, dass sie sich einsetzt, aber sie kann nicht für die ganze Jugend sprechen, Alter, weil zu viele Jugend noch jugendliche Kinder Kinderarbeit leiden und wirklich Sklavenarbeit leiden. Ey, niemals negativ über Abwesende reden. Nächstes Mal laden wir Greta an. Du hast recht. Ich mag Greta.
Nein, Spaß. Ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem muss es ja trotzdem auch in diesen Breitengraden, sage ich mal, oder in diesen, wo wir uns eben oder wo sie auch sich befindet und das, was sie gelernt hat, muss mal jemand die Schnauze aufmachen. Das finde ich insofern gut, als dass sie die Schnauze aufmacht. Ich weiß natürlich nicht, was sie sagt, weil ich absolut da auch kein, weiß ich nicht, ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht so viel mit beschäftigt, was bestimmt auch nicht so cool ist, aber dass da einfach mal ein junges Mädchen so ein Sprachrohr ist und so eine Stimme bekommt, das finde ich schon cool. Weil, ne, wenn du mal zurückblickst, so diese ganzen alten Männer, die da sitzen, rauchend im Rollstuhl und die Politik leiten, mäßig, weißt du, was ich meine? Ist halt dann schon der Unterschied, die Entwicklung, dass wir halt sehen, dass ein junges Mädchen mit so einer Kraft irgendwie dann losgeht und was ändert. Den Fact finde ich schon cool. Ich verstehe aber zu 100% und respektiere auch zu 100%, was du meinst. Wie sind aber wir jetzt auf den Scheiß gekommen? Um abzuschließen, gebe ich dir auch recht. So, ich finde das krass, wenn das jetzt, weiß ich nicht, gefühlt meine Tochter wäre oder so, würde man sagen, ey, voller Stolz, krass, guck mal, die geht einfach auf die Stage und bewegt Menschen, so, das finde ich geil. Aber ich bin so... Warte mal. Ich glaube, wenn sie meine Tochter wäre, also was ich natürlich nicht mir vorstellen kann, das kannst du dir besser vorstellen, hätte ich, glaube ich, ein bisschen, also sie hätte echt extrem mit jungen Jahren angefangen und hat eine extrem große Last auf ihren Schultern. Also ich glaube, dass sie sehr von diesem, also sehr durchdrungen ist von diesem Gedanken, ich muss die Welt zu einem grüneren Ort machen. Und ich glaube, dass sie nicht so die schöne, also ich glaube, ich hatte eine schönere Jugend als sie. Kann ich nicht beurteilen, ich kenne ihre Jugend jetzt so nicht, aber... Nee, aber weißt du, was ich meine? So mit der Bürde, die sie ja schon seit Jahren auf sich liegen hat, was heißt Bürde mit der Aufgabe? Was natürlich krass ist, weil sie was erreicht und was schafft und so weiter und so fort. Aber wenn ich halt überlege, was du gerade sagtest, wenn es meine Tochter wäre, wäre ich stolz. Weiß ich nicht, weil ich denke, dass sie bestimmt auch ein bisschen mehr hätte Kind sein können. Punkt. Boah, jetzt haben wir beide einmal reingeschissen. Gefickt! zurück zum Thema CrossFit. Das worüber können wir reden. CrossFit, okay. Ja, krass. Ey, Digga, hast du hier Sport geguckt über die Woche oder so? Du guckst ja nur deine eigenen Insta-Stories wahrscheinlich, damit du auf deine 3.500 Story-Views kommst. Guckst du aber auch mal so Tennis. Haben wir schon letztens drüber gesprochen, als der Jan noch im Start war, der sich auch gewundert hat, dass du Novak Djokovic nicht kanntest. Novak, bester Mann. Kennst du dieses Spiel Black Stories oder so, wo man dann einen Satz hat und dadurch musst du erraten, was die Geschichte ist? Boah, sag mal. Das haben wir gespielt an Silvester, Alter, das mit Jana, gut. Verena, Denise und ich. Und dann sind da halt immer so Sachen wie zum Beispiel, keine Ahnung, was heißt denn? Durch ein Glücksspiel ist ein Mann ums Leben gekommen. Und dann musstest du halt darauf kommen, dass er an den Rocky Mountains versucht hat, oder dass viele da halt stehen und dieses Geld auf so einen Stein schnipsen. Kennst du das auch? Das macht man in so Brunnen zum Beispiel auch, wo man dann Geld reinschnipst wegen Glück. Ach so, ist das nicht in Mailand oder so? Schmeißt ja, zum Beispiel auch. Das haben die aber auch in Rocky Mountains irgendwie gemacht, blablub. Und er wollte halt draufspringen. Und er hat die Gesetze der Physik nicht beachtet und ist deswegen dadurch ums Leben gekommen, wegen des Glücksspiels, bla. Das war so der Satz und dann muss man darauf kommen, dass er halt mit seinem Beutel auf diesen Stein gesprungen ist, den Beutel voll gemacht hat mit dem Cash, wollte wieder zurückspringen, hat aber dann die Gesetze der Physik, also den Beutel, der schwerer geworden ist, hat er nicht beachtet und ist dann eben nicht weit genug gesprungen und ist dann die Rocky Mountains runtergestürzt, ist verreckt, weil er halt so das, die Kohle haben wollte. Kannst du mir folgen? Mhm. Ja. Wie kamen wir jetzt darauf? Mit dem Black Friday. Nein, Black Stories heißt das Dings. Und letztens habe ich auch, fick dich, Alter, wie du bin denn da jetzt aufgekommen? Und Scheiße, Digga. Laberst du, Dick? Ich frage doch nur, ob du Tennis geguckt hast, Alter. Tennis geguckt, stimmt. Genau, und dann habe ich gesehen, das habe ich dann erst gedacht. Ein sehr, was, warte mal, die Welt wird lahmgelegt, ein serbischer Tennisspieler darf nicht mehr nach, wo war das, Digga? Wo durfte er nicht einreisen? Australien. Ja, ein serbischer Tennisspieler darf nicht mehr in Australien einreisen und ein Chinese ist eine Fledermaus. Wie ist die Story? Weißt du, so mäßig. Kannst du mir folgen? Ich verstehe das Spiel auch nicht ganz, aber das ist bestimmt cool. Du bist auch so einer wie ich, 100% garantiert. Spiel, Gesellschaftsspiel aufbauen. Ich habe mir noch nie eine Spielanleitung durchgelesen. So. Das machen andere, die lesen, weißt du, die lesen schon so. Und du denkst einfach nur, gib mir mal die Figuren und bau das mal auf. Wir fangen und während die lesen, mache ich den. Ja.
Ich fange schon mal an und dann frage ich aber alle 2 Minuten danach so, wie geht das Spiel, was muss ich jetzt machen, wie läuft das? Ich bin immer so einer, beim Experimentieren finde ich dann heraus, wie es dann geht irgendwie. So, ganz kurz, Tennis. Wir haben ja auch einen sportlichen Auftrag hier. Was? Hast du Tennis geguckt? Nein. Hast du mitbekommen? Rafael Nadal hat Australian Open gewonnen. Wer ist Rafael Nadal? Kennst du Rafael Nadal nicht? Jetzt ehrlich, nein, kennst du nicht. Der hat Wimbledon gewonnen. Was für Wimbledon, Alter? Australian Open. Ja, sag ich doch. Du googelst jetzt Rafael Nadal und guckst, wie viel er Umsatz gemacht hat. Weltranglistenerster. Wie viel hat er verdient? Boah, warte mal, Alter. Verdient. Der ist seit... War Maschallah, Alter. Im 2021 hat er 130 Millionen gemacht. 121? Nee, warte mal. Im Jahr 21 Einkommen 20 Millionen Euro und insgesamt hat er 130 Millionen. Ja. Gib mal eine ab, Bruder. Aber nur Tennisgage, ne? Ohne Sponsoren und so. Jeden Fall hat er gestern, seinen 21. Grand Slam-Titel gewonnen. Tennis ist so spannend, Alter. Das ist fast so spannend wie Dart. Grand Slam klingt auf jeden Fall sehr geil. Und was noch fast geiler klingt, ist, er hat in der zweiten Runde am 19. Januar gegen Jannik Hanfmann gespielt. Also, geiler Name, ne? Tennis, Grand Slam, ja, 2-0 lag der zurück, hat 3-2 gewonnen. Sehr, sehr spannend. Stell mal vor, du heißt Dragan Hanfmann, wäre doch auch geil. Wieso Dragan kannst du dich für andere Sportarten eigentlich nicht so begeistern, Mo? Keine Zeit, Bruder. Guck mal auf den Tacho. Wir haben nur 24 Stunden, Digga. Ich muss dafür 9 schlafen. Du liest ja auch andere Sachen, die nicht CrossFit-bezogen sind. Korrekt, aber die bringen mich weiter. Tennis, wenn er so ein Ball durch die Gegend fliegt. Ich hatte noch nie was mit Ball, Digga. Weißt du, was ich meine? Ich war immer schlecht im Basketball, ich war immer schlecht im Federball, ich war immer schlecht im, wie nennt man dieses Spiel in der Schulsporthalle immer noch? Völkerball. Deswegen kommen wir nicht mit Tennis. Hier, echt, Dart ist auch so irgendwie... Da hat es auch irgendwie so wie mit Bällen, du wirst irgendwas, Digga, kann ich auch nicht. Weißt du, was meinst du? Na gut, das bringt mich nicht weiter. Aber Raphael, liebe Grüße gehen raus, falls du den Podcast hörst. Danke für deinen Support, Bruder. Bestell bei Bradletik 15 bei Ahead. Safe. Und Handball-EM war auch noch. Ja, die war super. Wir haben noch ein Ballspiel, super. Ja, aber guck mal, es ist doch für dich gut zu wissen, weil du dann irgendwie dann doch mal kurz in einem Smalltalk bist und jemandem sagen willst, wer hat die Handball-EM gewonnen, dann sagst du einfach Schweden. Wenn ich mit jemandem in einem Smalltalk bin und ich habe, es kommt irgendwie darauf hin, dass er mich fragt, wer die Handball-WM gewonnen hat, dann drehe ich mich um und gehe. EM. Ja, aber ja, stell dir mal vor, das ist jetzt so der neue Vermieter und es muss gerade so diese Sympathiepunkte bauen gerade auf. Man lernt sich gerade kennen, weißt du? Ey, dann zeige ich dir mein Instagram. Und der sagt so, der sagt dir, boah, mein Sohn spielt Handball und meine Tochter und meine Frau und ich selber war ja Handball Bundesliga habe ich gespielt und so. Dann sagst du, ja, krass, dass Schweden gestern gewonnen hat. Dann sagt er, weißt du, was ich dann sage? Weißt du, wie dein Sohn und deine Tochter auch noch besser werden kann und zur EM sich qualifizieren kann, Digga? St. Pauli Athletik. Da musst du Sport machen, dann wirst du richtig explosiv, dann wirst du mehr Beinkraft. Beim Bundesverband für Fitness, dann kannst du nämlich Weltmeister werden. Kannst du versuchen. Ey, voll geil, ich wurde eingeladen zur Europameisterschaft in Italien. Da ist so ein Versuch, was sie starten wollen, EM von der International Functional Fitness Gesellschaft, wo ich Weltmeister geworden bin. Und die wollen das testen, dass man nur so ein 2-Stunden-Format hat, wo alle Tests rein verpackt werden. Ich hoffe, ich darf das jetzt hier sagen, weil ich habe die Mail bekommen, aber mal gucken. Klar. Kriegst du Ärger dafür? Ja, wenn nicht, sag mal. Wer soll ich denn schon dafür belangen? Eben. In Italien, da war auch kein Disclaimer dabei, dass ich nicht sagen darf. In Italien wollen die das stattfinden lassen und leider kann ich aber nicht, weil das 2 Wochen vor den Games ist und ich wollte mir da nicht die Türen verschließen, dann noch nach Amerika fliegen zu können. Deswegen musste ich leider absagen, aber deswegen sind wir immer noch in dem Prozess der Verbesserung, um es zu den CrossFit Games zu schaffen dieses Jahr. Das ist geil. Ich fand das mal ganz cool. Da gibt es ja gerade auch wieder so ein bisschen Diskussion. Thema war ja Lowlands Throwdown Finale und Fitness Bundesliga Finale. Fällt auch auf selbe Wochenende. Das ist ja immer irgendwie schwer, das zu managen. Ich glaube schon, dass alle Veranstalter sich untereinander abchecken, vielleicht sogar absprechen, an welchem Termin bist du, ne, damit wir nicht gleichzeitig und so. Aber
irgendwie ist immer ein Qualifier dann doch mal an dem Wochenende, wo Abgabe ist und dann findet dann doch jetzt und jetzt Lowland Throwdown, was sowieso auch diskussionswürdig war, war glaube ich, dass der Sanctional und der normale Classic Lowland Throwdown auch am selben Event sind, so vor Ort, ne, das halt ein bisschen blöd ist wohl und Fitness-Bundesliga-Finale. Du bist doch Fitness-Bundesliga, wärst ja dabei eigentlich, ne? Ja, ich glaube, als Erster kann man dann schon vorbeikommen, ja, Dragan. Mhm. Wie als Erster kann man vorbeikommen? Ich habe bei Hardenheavy bin ich angetreten, die sind Erster geworden mit mir. Ach, sind die Erster geworden nach den... Ja, was denkst du denn, Digga? Ja, keine Ahnung. Ich bin schon davon ausgegangen, hast recht. Aber heißt du fährst da nicht mit oder was? Oder fährst zum Lowland Throwdown? Oder weißt du noch nicht? Ich weiß ja noch nicht, ob ich zum Lowlands oder ob ich zum Strength and Depth eingeladen werde oder ob ich überhaupt zu den Semis schaffe. Das steht ja alles in den Sternen. Und das stimmt. Das stimmt. Ne? Deswegen müssen wir mal kicken, was das Leben so mit sich bringt in den nächsten Wochen und Monaten, meine Damen und Herren. Liebe Olympia, Zuhörer. Olympia fängt jetzt am Freitag an, guckst du? Olympia, Winterspiele. Ja. Super, Bobfahren. Weißt du, wo die sind? Beijing. Ja, das hättest du jetzt nicht gedacht, Hauptstadt, du kleiner. Hauptstadt von Singapur. Von Singapur, sag ich doch. Geil, Alter. Ja. Guckst du? Nee, ne? Ist nicht so dein Ziel. Natürlich, Digga, ich gucke alle Sportarten, die abgehen. Maul, Alter. Das ist wirklich etwas, was ich wahrscheinlich nicht gucken werde, weil ich mit Wintersport einfach nichts anfangen kann. Ich war noch nie einmal auf Skiern, kein Snowboard. Einzige, was ich kenne, ist Schlitten, Alter. Ich war einmal in Mellow Skifahren, damals Mellow. Mit der Schule. Und da gab es dann so 8 Level. Erstes Level war halt so gefühlt, keine Ahnung, versuch mal auf dem Schnee zu stehen, barfuß so. Und letztes Level war dann, fahr mal die schwarze Piste runter. Okay. Und ich habe mich innerhalb von diesen 5 Tagen, die wir da, glaube ich, waren, von Level 0, stelle ich mal in den Schnee zu, fahr mal die schwarze Piste runter, hochgearbeitet. Geil. Hab das ziemlich gut gemacht. Das war das letzte Mal Skifahren. Ich war das letzte Mal, da war ich einmal Skifahren. Aber allgemein finde ich die Kälte doch schon besser als die Wärme. Echt? Ja. Kälte besser als Wärme? Ja, aber schick mal sowas, wo man das gucken kann, auch so ein Tennisspiel, wenn du sagst, das ist so cool, dann schick mir das mal, so einen Link und mach mal nicht hier so einen auf mich im Podcast so bloßstellen, dass ich hier der Weltmeister. Nein, der nicht gut gebildete Idiot hier aus Hamburg bin, Hammer. Nein, aber das ist ja von dir eine bewusste Entscheidung, das nicht gucken zu wollen. Ich bin halt ganz, also ich suchte gefühlt jede Sportart und finde das faszinierend, wenn man so Finalspiele guckt, weil es ist auch so ein bisschen, denke ich für mich, es ist nicht so, dass du nicht so denkst, dass du das nicht guckst, aber der Respekt, die Würdigung für den Sportler, der sein Leben lang für diese oder sein Leben dafür geopfert für den Sport und kommt in ein Finale, finde ich geil, das zu gucken, weil da kommen halt die besten Sportler dann zusammen und duellieren sich. Nichts anderes ist ja beim CrossFit auch der Fall. Aber man muss ein Fable dafür haben schon für diesen Sport. So, ne? Wie ich weißt du, was ich für ein Fable habe? Sag. Ganz kurz, sorry, bald ist im Hinterkopf. Ja. Finale, wo du gerade sagst, ne? Weltmeisterschaft, Finale. Ja. Da waren immer so große Plätze aufgebaut, wo alle zusammen saßen, Leinwand, Bibabob, dann spielt Deutschland gegen, keine Ahnung, Bayern so und machen dann da Finale, Weltmeisterschaft. Guck mal, da fängt er an zu grinsen. Deutschland gegen Bayern, Alter. Pass auf, und ich saß da immer, Alter, und hab mir die Scheiße angeguckt, immer nur so 10 Minuten oder so. Und weißt du, was ich mir dann gedacht habe, was ich will? Der Typ sein, der den Bierwagen besitzt, Alter, und da das Bier verkauft für 6 Euro den 100 Milliliter, um fucking Millionär zu werden, nur weil da irgendwer einen Ball durch die Gegend bolzt und versucht, in so ein Tor zu schießen. Es ist nicht überall. Der wollte ich sein. Ja. Man muss nicht aus allem irgendwie einen Euro machen. Man muss diese Emotion einfach auch. Nein, man muss daraus 100 Euro machen. Muss auch mal passiv diese Emotion einfach akzeptieren. Als Zuschauer von einem Spiel und einfach dieses Tennisspiel sich angucken. Ja. Und sich für diesen Menschen mitfreuen, der es gerade geschafft hat, zum 21. Mal einen Grand Slam gewonnen zu haben. Ja, zum 21. Mal. Ja, Digga, du weißt nicht mal, was ein Grand Slam Turnier ist, also scheiß mal drauf. Ja, natürlich, jetzt weiß ich, was das ist, Digga. Geil. Kannst du mir bitte den Link schicken? Das sage ich meinem Bruder auch immer, weil mein Bruder, ich rufe den an und dann empfiehlt er mir mal irgendwas. Jetzt hat er mir gerade so einen Typen empfohlen, YouTuber, der bricht immer in Bunker, in Nuklearbunker und so ein, in so verlassene, irgendwo in Rumänien Lost Places. Lost Places. Digga, richtig geil, ne? Hat er mir geschickt und dann hat er mir 5-mal am Telefon gesagt, wenn ich ihn angerufen habe, hat er gesagt, ey, guck jetzt mal den Typen, der da die Bunker an, das ist geil. Deswegen, hiermit verspreche ich, dass ich, wie lange geht es zum Grand Slam Finale? 5 Stunden ging das jetzt am Sonntag. Erzähl doch keinen Scheiß. Das war krass. Ja, der 2-0 zurückgelegen, hat er 3-2 gewonnen, ihr Selemi. Aber du kannst ja nur an der Ausschnitt. Er hat 5 Stunden ein Spiel gespielt? Ja. Verarsch mich doch nicht. 5:20 ging das, genau. Habe ich geguckt. Das ist ja schlimmer als Monopoly. Digga, das war Spannung pur. Wirklich richtig gutes Spiel. Aber
Schick mal die Zusammenfassung. Ich bin weltoffen. 5 Minuten. Komm ja als Kanake nach Deutschland, bin weltoffen. Ach, jetzt spielst du wieder die Kanackenkarte oder was, Digga? Geh mal zurück in dein Schlafzimmer. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was sagen zu Olympia, weil das ganz witzig ist, dass diese Winterspiele jetzt in China stattfinden, weil da, wo das stattfindet, gar keine Winterzeit jetzt gerade ist. Ja, wie du die haben. Die haben, ich habe es nachgeguckt für diesen Podcast jetzt extra, Kunstschnee lassen die da quasi so aufbauen. Die haben über 300 Schneekanonen, haben die so geordert, ne? Und jetzt kommt, Alter, eine Zahl, die ist echt krass, 2,5 Milliarden Liter Wasser werden dafür so verschleudert, so. Die Wichser hier sagen, ich soll kein Avocado essen, weißt du, was ich meine? Ja, und dann sagt, wo ist die Greta jetzt? Die ist bestimmt VIP in China, Alter, und guckt sich das Bobfahren. Weil die Greta so guckt sich Bobfahren an, Digga. Ey, das finde ich so krass, Alter. Diese Spiele sind wieder so voll verrufen, so von politischen Skandalen, weil China ja China ist und so. Ich will mir das noch nicht verbauen mit China, falls ich da mal hinreisen will. Xing, Hong, Xing, Hong, Hu. Xing, Shang, Xing, Shang, Shong. Die Frage ist nur, hat sich China verbaut oder hat sich China verbaut? Das ist die größte Frage. Wenn er wie Jan sagen würde, China. Ja, China, China und China. Wir sind die drei Geschwister. Moin. Also 2,5 Milliarden Liter Wasser werden aufgebraucht hier, damit der Schnee sein kann. Worauf ich vorhin wollte mit meinen G-Waggon-Modellen, also G-Klasse von Mercedes, wo jetzt leider keine Lieferung möglich ist und wo man 2 Jahre auf sein 220.000 Euro Auto warten muss, was mein Lieblingsauto ist, was ich mir nur leider nicht leisten kann. 18.000 Leerflüge von Lufthansa mal eben so entspannt geht, damit sie ihre Landeplätze behalten können. Was sagst du dazu mit deinen anderen Flügen? Habe ich auch gelesen. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass die fliegst gleich schon weg. Es gibt auch diese Militärmaschine, wo die Bundeskanzlerin, die Merkel, immer geflogen wurde. Boeing 3457. Genau. Kennst du die Leute, die, wenn man fliegt, die fragen, mit welcher Maschine fliegst du? Haben wir das schon mal drüber gesprochen? Ja, drüber gesprochen. Haben wir. Ich fliege einfach mit dem Flugzeug. Die anderen fliegen. Das hat so zwei Flügel. A37374682. Das musst du doch wissen, das musst du nur nachgucken, mit welcher Maschine du fliegst. Ja, auf jeden Fall haben die auch ganz viele Leerflüge. Naja, damit. Aber was wirklich krass ist, ich wohne ja hier direkt fast gegenüber von Airbus, so, ne? Blankenese ist ja dann da so dieses Wässerchen da, dieser Fluss, und dann dahinter ist ein Airbus-Gelände. Und da fliegt manchmal die Beluga oder das Beluga-Flugzeug hoch lang. Kennst du? Doppeldecker-Flugzeug von Airbus. Ach, krass. Ja, das Beluga, ist halt, boah, das ist echt, da wird es mal eben dunkel so. Dann merke ich kurz, dass sich mein Bizeps angespannt hat auch, aber dann lag es vielleicht doch am Flugzeug. Ja, tatsächlich, Digga, Beluga. Ich habe irgendwie ein Bild im Kopf bei Beluga. Ist das nicht angelehnt an so ein Tier? Ja, genau, an einen Löwen. Nein, es gibt Beluga. Wal. Weißwal. Der hat doch so eine doppelte Stirn oder so. Genau. Man könnte dich eigentlich auch mit zwei Dragan Beluga Pantic, könnte man sagen. Digga, über Stirnwitze solltest du wirklich keine Stirnwitze machen, glaube ich. Habe ich dir erzählt, dass sie früher gesagt haben, Moritz, man könnte dich an den Füßen neben vorschieben und dann nennt man dich einfach Schneeschieber, habe ich dir schon mal erzählt. Ja, aber ich kenne den Spruch immer nur so als Kopfballungeheuer, alter Mo, Alter. Kopfballungeheuer. Ich habe nur mal falsch gefangen, Digga. Ich habe immer auf Mitte des Kopfes gefangen. Deswegen habe ich Yes, sir. Sollen wir mal so langsam zum Ende kommen, mein Lieber? Ey, ich muss auch echt dringend los, Alter, weil gleich steht Training an. Es ist jetzt schon 10.19 Uhr. Eigentlich wollte ich um 10 Uhr losfahren. Um 11 Uhr ist Training mit Franzi und Verena. Also heute wird gesnatcht, boah, Alter. Die Du hast aber echt starke Mädels dann um dich herum, wa? Katastrophe. Die meisten Boxen ja Probleme haben, starke Mädels zu bekommen. Stimmt. Ja, ich hab 4 starke Mädels sogar. Rogue, Verena, Franzi, Denise. Gut, dass du Denise erwähnt hast. Ich wollte gerade Denise sagen. Hab Pluspunkte gesammelt, sitzt gerade hier, arbeitet, habe ich Pluspunkte gesammelt, Denise. Auf jeden Fall. Sie sagt auf jeden Fall, gleich kriege ich wieder Schelle, weißt du, Respekt. Ja, also erste Frage, was kannst du kochen? Wasser. Mit Wasserkocher oder mit Händen? Wasserkocher, ihr seht mir, was für Hände. Ey, da muss ich was zu sagen. Wasser kannst du kochen. Ich war mit Jan in der Sauna, ne? Mit Verena und Jan waren wir Freitag noch in der Sauna, mit dem Jan, mit dem wir Podcast gemacht haben, Digga. Jan, Grüße gehen raus, aber du bist echt nicht witzig, Alter. Wir gehen in die 40-Grad-Sauna, sind so eine Viertelstunde in der 40-Grad-Sauna, er hat keinen Tropfen
Schweiß irgendwo am Körper. 40 Grad geht auch noch so. Ich habe schon ein bisschen so geölt. Ne? Wir gehen raus, ist da so ein Eisbecken. Wie lange gehst du in so ein Eisbecken, Dragan? Ich gehe gar nicht rein, ich traue mich nicht. So, Alter, mein Pimmel, ne, von klein zu mini, so. Was macht der Jan, Alter, legt seine Sachen ab, geht dann da rein, legt sich da hin und nimmt die Hände so auf die Brüstung und guckt mich an. Ich denke mir so, was macht denn der Jan jetzt da, Digga? Nach 4 Minuten gucke ich ihn so an und sage so, wie lange willst du denn da noch in dem Pott bleiben? Er sagt, ich bleibe in der Regel eigentlich immer so lange drin, bis das Wasser kocht. Ich sage, Walter, du brennst, du, das ist doch nicht gesund. Ja, weißt du, was nicht gesund ist? Ich dachte, was denn? Ja, ich war mal in St. Moritz, da bin ich geschwommen durch einen See mit so einem Anzug, bin rübergeschwommen, war mir echt heiß. St. Moritz, du weißt, wie kalt St. Moritz ist, ne? Zieh den Anzug aus, schwimm wieder rüber und merk dann, oh, ist doch ein bisschen sehr kalt, ich verliere gleich mein Bewusstsein. Ah, krasser Typ. Bin dann schneller geschwommen, also 50 Meter Intervalle, um dann irgendwann drüben anzukommen und haben sich meine Jungs haben mich erstmal so eine Dreiviertelstunde unter das heiße Wasser gestellt, dass ich wieder ein bisschen zu mir komme, boah, weil ich dann Alter. So, und dann saß der echt 8 Minuten in diesem Pott da drin, als wir in der Sauna waren, Alter. Ja, Mann, Alter, geht gar nicht. Und dann dachte ich so, hä, der verarscht mich, das Wasser ist warm, ne, dachte ich. Ja. Zieh meine Sachen aus, ich wieder gedacht, ich bin der ganz große, Alter. Geh da rein, nach 30 Sekunden habe ich das Gefühl, meine Füße verbrennen gleich, weil die so kalt sind. Ja, weißt du, was ich meine? 8 Minuten ist er in dem Pott drin. Dann gehen wir in die 95-Grad-Sauna. 15 Minuten 95-Grad-Sauna. Ich sitze da hochroter Kopf. Ich denke gleich, fuck, man, mir schwemmt gleich alles weg. Meine Ohren festgehalten, weil ich das Gefühl habe, die verbrennen auch gleich. Guck ihn an und er hat keinen Tropfen Schweiß auf dem Körper, Alter. Krass. Geht wieder raus, geht wieder in diesen Pott da rein, eine halbe Stunde. Dann gehen wir in den Aufguss rein und dann fängt er an zu schwitzen, sitzt da und sagt so, boah, ist das geil hier. Das Geile an der Sauna ist ja diese Hitze und Wärme und nicht danach sich abzukühlen. Also ich meine, auch wenn das die Regel ist oder das gut sein soll, ich gehe nicht kalt in so ein Becken, Alter. In so einen echt, ne? Aber eigentlich musst du, also Sauna, ganz kurz, ich war mal im Marine Spa, war ich auch mal Saunameister, habe ich aufgesucht. Sauna, gemacht. Der Saunaknigge, Alter. Du musst in die Sauna gehen, eigentlich Aufguss machen und dann danach nach draußen, dass die Poren geöffnet sind, dass du erstmal abkühlst, dass die blablub, nicht direkt duschen gehen, weil sonst verschließen sich die Poren wieder und dann musst du dich kalt abduschen. Am Ende machst du einen Fuß warm-kalt-Becken, so, und nicht mit Shampoo duschen gehen. Kai und Verena sagten auch zu mir, ich gehe jetzt duschen, ich sage aber ohne Shampoo, was, warum, voll unhygienisch? Nein, du hast ja den ganzen Scheiße ausgeschwitzt, den ganzen Rotz, der in dir ist. Du stinkst dann auch nicht, also du musst auf jeden Fall nach der Sauna nicht mit Shampoo duschen. Am Ende gar nicht mit Duschgel oder so, mit Seife? Einfach normal abduschen, alles einmal, ne, so mäßig, aber du musst dich nicht mit Seife waschen nach der Sauna, solltest dich nicht, weil sonst werden die Poren wieder verschlossen. So, ach, hier, krass. Wissen, one-on-one. Krass. Ich finde also, auch, dass jede Sauna nochmal so ein Handout mitgeben sollte oder irgendwo auslegen sollte, was sind so diese 10 Steps oder so, die man berücksichtigen sollte, weißt du? Gibt es eigentlich an jeder Sauna, aber das ist genauso wie die Bedienungsanleitung von Spielen, liest du die eh nicht durch. Wie die AGBs bei St. Pauli Athletikverträgen. Safe. Ey, was Ketchup? Was kannst du kochen? Wasser, Digga. Sonst nix? Nee, wirklich. Nudeln. Kannst nicht kochen, Alter, Schalle, du Arme. Nee, ich kann wirklich nicht kochen. Nudeln kannst du kochen. Ketchup oder Mayo? Ketchup oder Mayo? Ja, Mayonnaise ist ja ultra ungesund, deswegen Ketchup. Wegen Tomate, weißt du? Aber Pommes ist schon geiler mit Mayo, ne? Boah, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal Pommes gegessen habe, Digga. Stimmt, Alter, ich spreche echt den falschen Jahren, Alter. Sorry, Bro. Was war dein schlimmstes Open-Workout? Boah, das ist auch eine krasse Frage irgendwie. Ich habe seit 2013 die Open so gemacht. Ich habe auch ein, zwei Workouts mal nicht gemacht, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, einer der ersten, die ich dann gemacht habe, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich keine Double Unders springen und es war ein Double Unders vor. Jetzt musst du dir vorstellen, du musst so 17,5, 10 Runden, 35 Double Under und 9 Thruster. Oh ja, das war eklig. Aber dann kann man Double Unders spielen. Thruster sind ja eklig. Aber für mich, ich kann mich erinnern, wie ich in Düsseldorf gestorben bin, weil ich kein Double Unders konnte und um mich herum standen 20 Leute. Und ich dachte mir vorher so, jetzt werde ich werde die Welt verändern jetzt. Ich werde der neue Rich Froning. Und dann ich einfach so 5 Minuten gebraucht habe für so 40 Double Unders und so. Ich habe mich voll geschämt auch und so voll schlecht. Ja, das war 2013. Ich wüsste jetzt aber nicht genau, wie das Workout war. Irgendwas mit Double Unders. 13, Digga. 9 Jahre her, ja. Ja, Mann. Aber krass. Krasse Frage, Alter. Ey, bei mir, also wenn ich das sagen darf ich das sagen? Nee, wir wollen ja Fragen beantworten, ja.
Ja, was war denn dein schlechtes? Dein Hast du 17.1 gemacht? 17.1 ist, ist Double Under, Dumbbell Snatches und Burpee Box Jump Over, ne? Ja, genau. Das hat man unter den Rücken damals gefickt, weiß ich noch. Alter, ey. Aber das war das erste Workout, was Dumbbells drin hatte, so Open Workout, ne? Genau. Das fandst du scheiße oder was? Aber das war auch dein erstes, ne? Genau, das war mein erstes und mein schlimmstes auf jeden Fall, Digga. Alter, boah, wenn du es richtig, also wenn du es attackierst, ja. alles am Broken machst und stelle Burpees in der ersten Runde schon. Gute Nacht, Brudi. So, was, welches Lied hörst du gerade aktuell am meisten so? Was pumpst du am meisten? Eine Single. Welches Lied pumpe ich aktuell auf deinem Handy, so, wo du sagst, das hörst du jetzt immer wieder regelmäßig. Abgesehen von unserer geilen Playlist, die aktiv ist. Ey, du wirst jetzt wahrscheinlich extremst lachen, Digga. Aber was mir jetzt hier als erstes vorgeschlagen wird, ist Zurück in die Zukunft von Nena, Digga. Und das ist echt, was ich gerade sehr oft höre, weil das so positiv ist. Weil irgendwann guckt dich Denise so an und sagt so, ey, Alter, krass. Deutschrap ist so negativ geworden irgendwie und immer nur so, fuck, alles kacke und ich gehe jetzt Drogen verkaufen. Ey, krass, dass du das sagst, Alter. Ich will, dass du das sagen. Sag du, ja, weil ich in letzter Zeit so Sachen höre wie das. Ich höre so pur, Schalle, so, was ist denn mit dir los? Ey, ich kann auch nicht, voll die schönen Lieder, sage ich zu der, so, ne? Oder Herbert Grönemeyer. Wir kamen letztens drauf nachdem ich gesagt habe von Marius Müller-Westernhagen. Hast du das Lied mal gehört, Dicke? Ja, das, sicher, Digga. Ja, hast du das gehört auch? Alter, kannst du nicht machen, Junge. Das ist viel zu krass, ne? Und dann kam ich so auf diesen ganzen Deutsch. Ich so, ey, da gibt es ja richtig schöne Lieder. Herbert Grönemeyer hat total schöne Lieder. Nena, Zurück in die Zukunft, schreibe ich mir mal auf. Guck mal, ohne Witz. Ey, das ist so positiv. Ich höre das irgendwie, dann fahr los im Auto und dann zurück in die Zukunft. Ist echt geil, Alter. Super. Ja, geil. Aber ich finde das geil, wenn man so offen ist für so anderen Kram, wo man vermeintlich denken würde, dass wir es niemals hören würden, weil wir halt nur so Gangster-Motherfucker-Shit hören. Das finde ich geil, mal so was Abwechslungsreiches dann doch wieder zu hören. 100%. Und dann habe ich gerade noch, um das mal zu erweitern, hast du Sons of Anarchy geguckt? Nicht komplett, nee. Mich okay. Ja, okay, da habe ich mich gerade auch nochmal angefangen, die Playlist zu der Serie zu hören. Ach, okay. So. Und das erinnert mich dann einfach immer, also Sons of Anarchy ist eine der, also ist glaube ich die beste Serie, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, da muss ich das mal nochmal angucken. Krass. Oh, du bist jetzt in Quarantäne raus und hast nicht Sons of Anarchy geguckt. Fuck, ich hätte es dir eher sagen müssen, Digga. Scheiße. Ja, aber du konntest aber ja eh nicht gucken. Ich hätte eh nicht gucken. Oder konntest kann man das mit drei Kindern gucken, so eher nicht so. Auf gar keinen Fall, Alter. Boah. Ey, es gibt eine Szene, da sind die im Knast und dann knüppeln die halt einen von den, von den Kollegen da weg. Guck ich mir an. Ey, Deadlift. Mit oder ohne Hook Grip? Wieso stellst du jetzt schon deine dritte Frage? Wieso? Ja, weil du gerade noch gefragt hast, was ich gerade höre. Ja. Aber egal, Deadlift. Aus trainingswissenschaftlicher Sicht, Digga, weil ich so schwache Unterarme habe, ohne Hook Grip. Ich mache sie aber lieber mit Hook Grip, Alter. Die Antwort auf deine Frage ist ohne Hook Grip. Machst du ohne Hook Grip? Im Training ja. Wann machst du mit? Beim On-Ramp-Test oder so. Dann machst du mit. Ja. Und sonst oder, so, oder im Komplex, wenn ich Deadlift, Squat, okay, Clean, okay, Jerk okay. machen muss. Dann auf jeden Fall auch mit, klar. Safe. Guck mal, wir haben ja gerade so eine Zeit, wo wir nicht so richtig wissen, was passiert und was wir machen können. Können wir in Urlaub fahren? Können wir morgen vor die Tür gehen? Keine Ahnung, was so, ne? Aber gibt's was, worauf du dich dieses Jahr so richtig freust, worauf du richtig so sagst, so, das wird was, das wird geil, so? Nee. Nur jetzt gar nichts, dieses ganze jetzt, Jahr nicht? Jetzt aktuell, Digga, so, keine Ahnung, wie du schon sagtest, gefühlt weiß ich nicht, was nächsten Monat ist, irgendwie so, deswegen kann ich nicht so, ich würde mich freuen, Alter, wenn du zu den Games kommen würdest, weil ich würde wahrscheinlich mit einplanen, mitzufliegen. Ach, wirklich, ja? Würde ich schon einplanen? Aber dafür muss ich noch ein paar, aber das ist so, ich will das gar, ich will mich da nicht so reinversetzen, so in den Gedanken, safe. Weißt du? Vielleicht willst du auch gar nicht, dass ich mitkomme. Vielleicht schaffe ich es auch gar nicht. So, ey, fahr ruhig mit, aber laber mich nicht voll oder nee, keine Ahnung, so irgendwie ist alles noch offen, so ich würde mich freuen, wenn diese ganze Pandemie sich so langsam so dem Ende nähert, dass man wirklich das Gefühl hat, es kommt einfach nichts mehr. Jeder kann einfach gefühlt das machen, worauf er Bock hat, so, das wäre eigentlich ein cooles Ding, so. Ansonsten, ich freue mich natürlich auf die ganzen Wettkämpfe, irgendwie wieder vor Ort zu sein, hinzufahren, ein bisschen zu vloggen, Leute zu connecten und so. Ansonsten habe ich keinen konkreten Termin. Du, hast du einen konkreten Termin, worauf du dich freust oder was? Hast du irgendwas, wo du sagst, so Games wahrscheinlich auch, ne?
Ehrlich gesagt, ich freue mich nicht auf die Open, weil es einfach wehtut wie Hund. Quarterfinals tun weh wie Hund. Das ist alles nur zu Hause. Man muss sich einfach nur auf die Möglichkeit zur Finalisierung deines Traums, so, dass du zu den Games fahren könntest, das ist so wahrscheinlich für dich so, ne? Ja, also ich freue mich. Freue ich mich, Digga. Eigentlich wollen wir die Fragen ja eh nicht zurückstellen, aber ich freue mich. Hast du recht. Mich interessiert das nicht, worauf du dich freust dieses Jahr. Ich freue mich, jeden Morgen aufzuwachen und zu merken, dass ich ein gesunder Mensch in Deutschland bin. Boah, guck mal, macht der so jetzt, Alter. Bei mir so, ach ja, freue ich auf gar nichts. Fühle ich dich gut, Raka. Du sollst froh sein, dass du gesund bist und deine Kinder da sind. So, macht der weißt so. Du, Greta haten, aber nicht appreciaten. Weißt du, was ich meine, Digga? In diesem Sinne, Digga, tschüss. Digga, das war der Podcast. Vielen Dank an Ahead Nutrition für die Möglichkeit. Schöne Grüße gehen raus. Wenn ihr Bock habt und einen Job sucht oder eine Veränderung, checkt mal die Seite ab. Dort gibt es auf jeden Fall einige Stellen, die gerade ausgeschrieben sind. Danke, Mo, Alter, für die Zeit. Gutes Ding. Ey, Diggi, mach mal ein bisschen schnell noch Story, Diggi. Ich habe gerade kein Telefon hier. Wir brauchen Story. Ich muss was reposten. Ja, Selemi. Ich soll Story machen? Ja. Okay, warte, dann machen wir erstmal den Abschluss hier. Schöne Grüße gehen raus. Danke für den Support. Unterstützt diesen Podcast. Like diesen Podcast. Teilt den gerne mal auf Insta und abonniert unbedingt den Kanal auf Spotify und Co. Schöne Grüße gehen raus. Es ist wie Greta. Man spricht sich aus.